Ich begrüße alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen, allen voran die Expertin Professor Dr. Kirsten Müller-Fahl. Frau Kirsten Müller-Fahl ist eine Koryphäe auf diesem Gebiet. Sie hat schon sehr viele Studien auch verfasst, ist Ärztin für Neurologie und Psychiatrie, ein Clinical Scientist. Sie ist geschäftsführende Oberärztin der Klinik für Psychiatrie und Sozialpsychiatrie und Psychotherapie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Ich weiß es nicht, ob Herr Professor Dr. Andrea Konka schon eingetreten ist. Er ist Primar der Psychiatrie im Krankenhaus Bozen, Koordinator des landesweiten Dienstes für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Südtirol. Dann begrüße ich auch Doktorin Sonja Holzer, Psychologin, Psychotherapeutin und Verantwortliche der Sozialambulanz für ADHS im Erwachsenenalter in Bozen. Herr Dr. Roberto Pittini, der Leiter dieser Veranstaltung, der fachliche Leiter dieser Veranstaltung, wird später zu uns stoßen. Er ist Anästhesist und Schmerztherapeut und ist leider noch im Krankenhaus bei einer Operation gebunden. Herr Dr. Elio Dell'Antonio, der Ex-Primar des CERT Bozen, also der Abteilung für Suchterkrankungen. Er ist auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des CSC. Gut, ich gebe wieder zurück an die Moderation. Vielen Dank, Peter, für diesen Einstieg. Ich ripeto ancora per quelli che ci hanno aggiunti nel frattempo, che è disponibile la traduzione in italiano. Chi la volesse attivare è pregato di cliccare in basso a destra sulla piccola iconetta, sul globo, dove c'è scritto interpretazioni o traduzioni, non so adesso esattamente la dicitura in italiano. Cliccando sul globo arriva un menu e si può scegliere la lingua. E ringraziamo ancora Davide Casagrande per il prestosissimo lavoro perché ci traduce questi testi che non sono poi i più facili da tradurre. Grazie ancora Davide. Ich möchte noch hinzufügen, dass sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, die während des Vortrags von Frau Professor Dr. Müller-Wahl auftreten sollten, bitte schreiben Sie die in den Chat oder sollten Sie uns auf Facebook verfolgen, bitte schreiben Sie sie in die Facebook-Kommentare. Lydia Kanins, auch vom Cannabis Social Club Bozen, die vor allem auch die Pressearbeit und die Kommunikation betreut, wird Facebook immer wieder mal in den Blick nehmen und sollte sich dort etwas tun, wird sie sich bei uns melden und die Fragen oder die Anmerkungen, die vom Publikum kommen, dann in das Plenum bringen. Ich bitte nun Frau Dr. Müller-Fahl mit ihren Ausführungen zu beginnen. Herzlich willkommen. Und wir freuen uns auf Ihre interessanten Ausführungen. So. Ja, vielen herzlichen Dank erstmal. Ich würde erstmal versuchen, die Technik hier in Gang zu bringen. Und dann, jetzt müssten Sie eigentlich alle meinen Bildschirm sehen und auch die richtige Vollbildansicht. Ist das richtig? Funktioniert perfekt. Vielen Dank, Herr. Perfekt. Vielen herzlichen Dank. So, dann würde ich mich erstmal herzlich bedanken wollen für die freundliche Einführung und die Einladung, dass ich hier heute zu Ihnen sprechen darf. Das Thema ist ADHS und Cannabis und ich habe im Vorfeld gehört, dass das Publikum sehr gemischt ist. Das macht es immer für eine Referentin ein bisschen schwieriger, weil im Publikum sitzen einerseits ADHS-Expertin und dann sitzen Cannabis-Expertin im Publikum vermutlich. Und dann sitzen Menschen, die von beidem ganz viel verstehen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch Menschen, die von beidem nicht so viel verstehen. Und deswegen will ich versuchen, alles anzusprechen. Und das, was mir nicht gelungen ist, anzusprechen während des Vortrags, bitte fragen Sie das im Anschluss, damit wir dann da das, was Sie speziell interessiert, was ich vielleicht nicht adressiert habe, dann entsprechend nachholen können. Ich habe Ihnen erstmal meine potenziellen Interessenkonflikte mitgebracht. Sie sehen, dass das eine relativ lange Liste ist, weil nämlich ich sehr aktiv in diesem Gebiet bin. Ich bin aktuell erste Vorsitzende der deutschen und auch der internationalen Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, aber ich berate tatsächlich auch viele Firmen oder bin in deren Advisory Boards, die im Bereich Cannabis in Deutschland oder auf der Welt aktiv sind. Warum tue ich das? Weil ich gerne möchte, dass die Firmen, die ja letztlich die Medikamente zur
zur Verfügung stellen, das so tun, dass wir als verschreibende Ärztinnen und Ärzte da einen gemeinsamen guten Weg im Sinne unserer Patienten gehen können. Und ein zweites Anliegen ist mir immer, dass ich gerne mit diesen Firmen, weil das sind ja die Firmen, die die Präparate zur Verfügung stellen, dass wir mit diesen Firmen auch zusammen Studien durchführen, weil nur durch Studien werden wir unseren Wissenszuwachs erweitern. Und das geht nun mal nur, wenn wir alle zusammenarbeiten. Ich will anfangs so ein bisschen nochmal, vielleicht werden manche das von Ihnen wissen, über ADHS einige Grundlagen referieren, damit wir überhaupt wissen, worüber sprechen wir. Im zweiten Teil geht es dann speziell um die Daten, die wir haben zum Thema ADHS und Cannabis. Und abschließend will ich mit einigen Hypothesen, warum könnte die Wirkung so sein, wie wir es eben in der Klinik beobachten. Ganz formal beginnen wir mit der Frage, was ist eigentlich ADHS? ADHS ist eine Entwicklungserkrankung. Das heißt also per Definition ist es eine Störung, die immer im Kindesalter beginnt. Und wie bei vielen psychischen Erkrankungen legt man fest, dass es eine bestimmte Dauer für die Symptomatik braucht, bevor man dann solch eine psychiatrische Diagnose stellen kann. Und für die ADHS ist dann noch speziell festgelegt, dass eben die Symptome nicht nur in einen, sondern in mehreren Situationen auftreten müssen und dass sie tatsächlich auch einen negativen Einfluss auf verschiedene Aktivitäten im Alltag haben müssen. Das heißt also, wir haben wie bei fast allen psychischen Erkrankungen es mit einer sogenannten klinischen Diagnose zu tun. Wir haben jetzt nicht irgendeinen Messwert, Bluttest, Röntgen, Kernspin, was man so alles machen kann in der Medizin, wo wir einfach sagen, wir messen das und dann haben wir die Antwort, sondern wir haben klinische Kriterien, die definiert sind und dann prüfen wir eben, ob diese Kriterien erfüllt sind, ja oder nein. Und das heißt auch immer, wir müssen ausschließen, dass es irgendeine andere Erkrankung gibt oder ein Medikament oder gar eine Droge, was vielleicht auch für diese Symptomatik verantwortlich sein könnte. Es gibt drei verschiedene Unterformen. Hier ist dann auch ein bisschen Unterschied, je nachdem, in welchem Land Sie sich bewegen, ob Sie mehr nach DSM oder nach ICD Ihre Erkrankungen definieren und kodieren. Aber eigentlich gibt es relativ Einigkeit darüber, dass wir eben drei verschiedene Symptome haben. Das ist die Unaufmerksamkeit, die Hyperaktivität und die Impulsivität. Und je nachdem, ob man nur das eine oder das andere oder alles zusammen hat, hat man eben einen von denen hier aufgezeigten drei verschiedenen Typen. Und weil wir ja uns im Bereich der klinischen Diagnose bewegen, gibt es dann sogenannte Listen, wo man letztlich einfach prüft, hat der Patient das ja oder nein. Und Sie sehen hier, das sind dann einfach klinische Definitionen, ab wann man sagt, jemand hat die Erkrankung oder hat sie nicht. Das heißt, in anderen Worten, wir sprechen hier von einer dimensionalen Einteilung und nicht von einer kategorialen Einteilung. Das heißt also, es ist nicht so, dass man entweder ADHS ganz oder gar nicht hat, sondern das ist ein Kontinuum. Und es gibt eben Menschen, die bewegen sich an der Grenze zwischen gesund und krank. Bei einigen ist es völlig klar, die sind völlig konzentriert und wenig aktiv. Und da wird niemand auf die Idee kommen, so eine Diagnose zu vermuten. Und es gibt natürlich das andere Spektrum, den klassischen Zappel-Philipp, wo die Lehrerin schon fast die Diagnose stellen kann, weil das so auffällig in der Schule ist. Aber viele Menschen sind eben in der Mitte dazwischen. Und dann ist immer die große Herausforderung an all diejenigen, die sich mit ADHS beschäftigen. Ist es das nun oder ist es das nicht? Und dafür wurden verschiedene Tests entwickelt und unter anderem dann eben solche Symptomlisten. Ich lese das jetzt nicht alles vor, aber hier hat man eben Kriterien zusammengesammelt, was Menschen, die durch einen unaufmerksamen Typ der ADHS haben müssen, damit man diese Diagnose stellt. Und Sie haben es auf der vormaligen Folie gelesen. Für Kinder müssen dann mindestens 6 und für Erwachsene mindestens 5 dieser hier genannten 9 Kriterien erfüllt sein, damit man dann diese Diagnose stellen kann. Im Erwachsenenalter ist das häufig schwierig, weil je älter man wird, desto schlechter erinnert man sich, was war denn eigentlich in der Kindheit? Und fragen Sie mal einen 50-Jährigen, ja, wie warst du denn in der Schule? Und dann versucht man möglichst viele Ressourcen zu nutzen, um hier zu einer Einschätzung zu kommen und zum Beispiel Zeugnisse oder so etwas, häufig auch hilfreich, wenn man jemanden, Eltern oder andere Personen noch mitsprechen kann.
Und genau solche Diagnosekriterien gibt es dann eben für die Symptome Hyperaktivität und Impulsivität. Ich lese das hier auch nicht erneut vor. Da können Sie selber ein bisschen gucken, was da an Symptomen vorhanden sein muss. Und es gilt genau dasselbe wieder. Für Kinder müssen 6, für Erwachsene 5 von diesen 9 Kriterien erfüllt sein. Und wenn man eben auf beiden Listen mehr als diesen Cut-off erfüllt, dann hat man eben diesen kombinierten Typ. In ungefähr 50% der Fälle geht die Störung in der Pubertät zurück und als Erwachsener ist man mehr oder minder symptomfrei, aber in 50% persistieren die Symptome ins Erwachsenenalter, wobei hier eine gewisse Symptomänderung eintritt. Also Erwachsene mit ADHS haben nicht genau dasselbe wie Kinder mit ADHS. Und das Hauptmerkmal, was sich verändert, ist die allgemeine Hyperaktivität. Also Erwachsene sind nicht mehr so ein Zappelphilipp wie die Kinder, sondern Erwachsene haben eher ein Gefühl von innerer Unruhe. Also das Hyperaktivitätsmerkmal hat sich etwas verlagert. Und Erwachsene haben eben viel von dem, was sie hier jetzt lesen, dass sie vergesslich sind, dass sie Probleme mit der Organisation haben. Häufig werden sie als chaotisch beschrieben. Und dann haben sie eben häufig Probleme, sich im Alltag ausreichend lange und stark zu konzentrieren. Wenn man sich jetzt diese Symptome anschaut, dann ist völlig klar, wenn man das in starker Ausprägung hat, dass das Leben erheblich beeinträchtigt. Also ganz typisch, Menschen mit ADHS im Erwachsenenalter haben erhöhtes Unfallrisiko. Es gibt massenhaft Statistiken, die zeigen, dass Menschen mit ADHS häufiger auch in Verkehrsunfälle verwickelt sind. Sie haben häufiger Konflikte mit dem Gesetz. Man weiß, dass Menschen mit ADHS oder umgekehrt Menschen im Gefängnis nicht seltene ADHS haben, die sicherlich da an den Gesetzeskonflikten mit teilgenommen hat. Und man sieht eben häufig eine geringere berufliche Qualifikation. Ist ja klar, wenn man sich nicht gut konzentrieren kann. Es gibt dann typische Begleiterkrankungen. Also wenn man ADHS hat, hat man häufig noch eine weitere psychiatrische Erkrankung oder Diagnose. Und das häufigste sind Angststörungen, Depression, Persönlichkeitsstörungen und Abhängigkeitserkrankungen. Und weil das so ist, ist es eben besonders kritisch oder man kann auch umgekehrt sagen, besonders spannend, das Thema Cannabis und ADHS zu diskutieren, weil, um es ganz einfach zu sagen, es gibt Menschen, die sagen, wer Cannabis nimmt und ADHS hat, der hat eben ein Abhängigkeitsproblem. Und man kann es auch genau umdrehen, und das ist ja das, was wir heute tun wollen, dass man sagt, naja, der nimmt Cannabis, weil ihm das hilft und der führt eine Selbsttherapie durch und mit Abhängigkeit hat das gar nichts zu tun. Und das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem wir uns aktuell bewegen. Bevor wir nun auf diese Dinge im Detail kommen, will ich noch ganz kurz einige Worte zur Neurobiologie, also zur Ursache der ADHS im Gehirn sagen. Und Sie sehen hier diese schöne Skizze, wo man versucht hat, verschiedene Regelkreise im Gehirn aufzuzeigen. Und Sie sehen, ADHS entsteht nicht an einer Stelle im Gehirn. Das kann man auch gleich aus der Klinik so heraus spekulieren, weil eine Erkrankung, die mit körperlichen Symptomen, also Hyperaktivität einhergeht, geht mit Unaufmerksamkeit, mit Impulsivität und dann noch diesen eben genannten Begleiterkrankungen. Das spielt sich eben nicht an einer Stelle im Gehirn ab. Und insofern verstehen wir ADHS als eine Erkrankung, wo eine Störung in Regelkreisen des Gehirns vorliegt. Und Sie sehen, dass ganz verschiedene Hirnareale betroffen sind. Das betrifft das Stirnhirn, das betrifft aber auch die sogenannten Basalganglien, das Kleinhirn und andere Hirnareale. Wenn man dann noch eine Etage tiefer guckt bei der Frage, was ist denn im Gehirn nun genau verändert bei ADHS, dann gibt es die besten Belege dafür, dass es eine Störung im Dopaminsystem gibt. Dopamin ist ja einer der wichtigen Botenstoffe im Gehirn. Und das weiß man auch ein bisschen aus der Behandlung heraus, weil die Behandlung, die medikamentösen Therapien, die wir haben, die wirken ja zum Teil aufs Dopaminsystem und stimulieren das. Und das ist einer der Gründe, warum man eben annimmt und gute Belege hat, dass es letztlich bei ADHS, zumindest im Stirnhirn, zu einem Mangel oder einer Minderaktivität im Dopaminsystem kommt. Ob das jetzt alles ist, das ist kaum anzunehmen, weil es gibt Medikamente, die auch andere Wirkmechanismen haben und auch zu einer Symptomverbesserung führen. Und es ist ja immer bei diesen Veränderungen ein bisschen die Frage, was ist Henne und was ist Ei? Darauf kommen wir am Ende auch noch mal kurz zu sprechen. Also wenn wir hier Veränderungen finden, ist das dann tatsächlich
die primäre Ursache der Krankheit oder sind das vielleicht dann sekundäre Veränderungen, die mehr als Kompensation zu verstehen sind? Kurz einen Überblick zur aktuellen Therapie, weil das ist wichtig. Wenn wir ideale Behandlungsmöglichkeiten hätten, bräuchten wir ja gar nicht nach neuen Therapiestrategien zu suchen und dann bräuchte man diese ganze Diskussion um Cannabis gar nicht. Aber das ist eben bei vielen psychischen Erkrankungen und auch bei der ADHS so, dass wir zwar Behandlungen haben, diese aber eben nicht ideal sind. Man kann ADHS nicht medikamentös behandeln mit Psychoedukation und mit Psychotherapie oder Ergotherapie. Und man kann ADHS mit Pharmakotherapie, sprich mit Medikamenten behandeln. Häufig bietet man auch Patienten eine sogenannte multimodale Therapie an, wo man diese verschiedenen Elemente kombiniert. Völlig außer Zweifel und unstrittig ist, dass die bestwirksamste Therapie die mit Stimulantien ist, also sprich mit Amphetamin und Methylphenidat. Und ich hatte es eben schon gesagt, das ist auch der Mechanismus, warum wir eben das Dopamin da immer wieder im Auge haben. Diese Stimulantien führen letztlich dazu, dass die Dopaminspiegel im Gehirn steigen auf verschiedenen Wegen. Und diese Medikamente sind auch bei vielen Patienten tatsächlich wirksam. Wenn das nicht wirksam ist oder nicht verträglich ist, dann gibt es andere Medikamente, verschiedene Antidepressiva, dann noch Alpha-2-Agonisten. Darauf will ich jetzt hier nicht näher eingehen. Dann kann man sich fragen, was ist das Problem? Wir haben Medikamente, die gut wirksam sind. Das Problem sehen Sie auf der nächsten Folie. Diese Stimulantien führen leider häufig zu erheblichen Nebenwirkungen. Das ist gerade auch im Erwachsenenbereich ein erhebliches Problem, dass viele Patienten tatsächlich wegen der Nebenwirkung die Behandlung abbrechen. Und Sie sehen ganz oben, sehr häufig hier genannt, Schlaflosigkeit, Nervosität, Kopfschmerzen. Aber die Liste ist lang. Es gibt auch einige Kontraindikationen, also Erkrankungen. Zum Beispiel, wenn jemand eine schwere Herzerkrankung hat, dürfen Sie diese Substanzen gar nicht einsetzen. Und das ist schließlich der Grund, warum viele Patienten mit der etablierten Therapie, die wir für ADHS zur Verfügung haben und anbieten können, unzufrieden sind. Und das ist letztlich ja auch der Weg, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass Cannabis bei ADHS helfen könnte. Dass nämlich Patienten sagen, ich habe das ausprobiert und mir hat das geholfen und ich vertrage das besser als die klassischen etablierten Medikamente und dann letztlich eine Form von Selbsttherapie begonnen haben. Ich hatte es eingangs schon gesagt, ein bekanntes Phänomen ist, dass Menschen mit ADHS ganz generell häufiger Substanzen einnehmen. Und das betrifft letztlich das gesamte Spektrum an legalen und illegalen Drogen, Nikotin, Alkohol und auch illegale Drogen. Und es gibt auch eine erhöhte Rate für Abhängigkeitserkrankungen von diesen Substanzen. Und genau dieses weiß man auch von Cannabis. Das heißt also zum Beispiel Menschen, die wegen einer Cannabiskonsumstörung sich in Behandlung begeben haben, häufig eine ADHS. Und ADHS, wenn man es aus einem anderen Blickwinkel sieht, ist eine Erkrankung, wo man einfach weiß, dass Menschen, die das haben, häufiger Cannabis einnehmen. Und die Frage ist jetzt letztlich, wie bewerten wir das? Und wie hoch ist das Risiko, wenn man jemanden mit ADHS, der ein erhöhtes Abhängigkeitsrisiko hat, mit Cannabis behandelt, wird er dann vielleicht süchtig? Und ich mache eigentlich den noch viel kränker, obwohl ich ihn ja eigentlich behandeln möchte. Hier nochmal eine schöne Übersicht, eine Meta-Analyse. Das sind ja immer Studien, die quasi alles, was an Publikationen vorhanden ist, zusammenfassen. Und hier sehen Sie auf der linken Seite, dass tatsächlich aus den Daten, die wir haben, hervorgeht, dass Menschen, die ADHS haben, eben häufiger generell Cannabis einnehmen. Und auf der rechten Seite sehen Sie, dass sie dann häufiger davon auch abhängig sind. Denn wenn jemand ab und zu mal einen Joint raucht, dann ist das ja nicht gleich eine Abhängigkeit. Und sowohl die Einnahme selber als auch die Abhängigkeit ist häufiger bei Menschen, die eine ADHS haben. Aus diesem Dilemma heraus gibt es Empfehlungen, was soll man tun? Und eine Empfehlung sind diese deutschen Leitlinien, die sind vor 2, 3 Jahren publiziert worden, wo drin steht, was soll man tun, wie behandelt man Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ADHS. Das ist frei im Internet verfügbar und zu Cannabis steht genau ein Satz, und zwar den, den ich Ihnen hier zeige. Cannabis soll für die Behandlung der ADHS nicht eingesetzt werden. Das ist das einzige Statement, was sich in unserer aktuellen ADHS-Behandlungsleitlinie findet.
Und das ist auch der Grund, warum es momentan auch in Deutschland extrem schwierig ist, bei den Krankenkassen eine Kostenübernahmezusage für eine cannabisbasierte Therapie zu erhalten, weil die beziehen sich oft auf diese Leitlinien, weil das ja so ein bisschen als der Goldstandard, was man tun soll, eingeschätzt wird. Wenn Sie jetzt aber noch mal lesen, was da drunter steht, dann steht da, dass es gar keine Evidenz gibt, sondern das ist ein Expertenkonsens. Also anders formuliert, die Experten, die diese Leitlinie geschrieben haben, können Sie nachlesen, das steht immer in einem Report, wer hat da in der Kommission gesessen, die haben sich einfach hingesetzt und haben gesagt, ja, Daten gibt es nicht, ob Cannabis bei ADHS wirkt oder nicht, aber wir sind alle der Meinung, man soll das nicht machen. Und das haben die hier aufgeschrieben. Das ist also ganz wichtig, dass man das auch so ein bisschen vom Hintergrund versteht. Das ist nicht auf Wissen basierend, dass diese Empfehlung so ausgesprochen würde, sondern ist wirklich die Meinung der Experten. Allerdings waren die sich alle einig. Hier steht ja, dass es einen Konsens zu 100% gab. Es gibt aber auch andere Meinungen. Und zwar wurde im letzten Jahr diese Arbeit hier zum Beispiel publiziert, wo neue mögliche Behandlungsansätze für Cannabis diskutiert, für ADHS diskutiert werden. Und diese Experten sehen das ein bisschen anders. Die empfehlen zwar auch nicht, dass man nun ADHS mit Cannabis behandeln soll, aber immerhin sehen sie das als eine interessante, neue Variante der Therapie. Schreiben, dass die Diskussion kontrovers ist, aber das ist hier der letzte Satz, es sei wert, das in Studien weiter zu untersuchen. Und also Sie sehen, das hängt sehr von der Expertenmeinung ab, ob man diesem Thema nun eher aufgeschlossen gegenübersteht oder ob man hier eher ablehnend ist. Gucken wir uns nun näher an, was gibt es denn überhaupt an Daten dazu, dass man annehmen könnte, Cannabis könnte wirksam in der ADHS-Behandlung sein. Zunächst, es gibt verschiedene Umfragen. Das ist eine, die 2013 publiziert wurde, auch mit Beitrag der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin. Und hier wurden als internetbasierte Umfrage knapp 1000 Personen befragt, die Cannabis als Medikament einnehmen. Was ist der Grund für eure Einnahme? Und Sie sehen, dass hier ADHS durchaus als relativ häufige, Schmerz war das allerhäufigste mit Abstand, aber ADHS wurde doch auch als relativ häufiger Grund genannt, warum man medizinisches Cannabis einnimmt. Also das ist immer erstmal ein wichtiger Ausgangspunkt, wenn Menschen sagen, das habe ich, das nehme ich zu therapeutischen Zwecken. Das hat nichts mit Konsum oder mit Genuss zu tun, sondern das nehme ich aus therapeutischen Zwecken. Dann ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Ärztinnen und Ärzte das erstmal so wahrnehmen und dann versuchen, das besser zu verstehen, als von vornherein zu sagen, das kann ja gar nicht so sein. Der nimmt das nur ein, weil er cannabisabhängig ist. Zweite Datenquelle. Wir haben in Deutschland ja seit 2017 ein Cannabisgesetz und können in Deutschland also Cannabis legal verschreiben. Und wir haben auch eine Regelung, die vorsieht, dass Krankenkassen unter bestimmten Bedingungen die Kosten dafür übernehmen. Vor 2017 gab es für mehrere Jahre auch schon eine andere Möglichkeit für Patienten, eine legale Cannabistherapie hier in Deutschland durchzuführen. Und zwar gab es die Möglichkeit, dass bei einer bestimmten Behörde, der sogenannten Bundesopiumstelle, Patienten zusammen mit ihren Ärzten eine Ausnahmeerlaubnis beantragen konnten nach Betäubungsmittelgesetz. Und in dieser Erlaubnis wurde dann sozusagen den Patienten die Möglichkeit gegeben, legal in der Apotheke Cannabis für medizinische Zwecke zu kaufen. Das musste aber immer von einem Arzt begleitet werden. Der musste das bestätigen, dass es hier sich um eine medizinische Indikation handelt. Und Sie sehen in dieser Tabelle, dass ADHS damals, das betrifft hier gut 1000 Patienten, die diese Erlaubnis erhalten hatten, bis dieses Verfahren 2017 dann abgeschafft wurde mit Inkrafttreten des Cannabisgesetzes, dass die ADHS mit 17% die zweithäufigste Indikation war, warum in Deutschland damals Menschen solch eine Ausnahmeerlaubnis erhalten hatten. Und nochmal, das war jetzt nicht nur die Einschätzung der Patienten, sondern es war auch immer ein Arzt, der bestätigen musste, ja, ich bescheinige, dass ich diese Therapie bei diesem Patienten für sinnvoll halte.
Es gibt eine dritte Umfragequelle, und zwar gerade aus dem letzten Jahr. Hier haben wir an der Medizinischen Hochschule in Hannover zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin ACM eine internetbasierte Umfrage gemacht. Und wir haben Menschen aufgefordert, daran teilzunehmen, die eine ärztlich verordnete Therapie mit Cannabisblüten haben, ausschließlich Cannabisblüten, keine anderen Cannabismedikamente. Unabhängig davon, weswegen die Einnahme erfolgte, also egal, ob das Tumor, Schmerz, Parkinson, was auch immer war. Und an dieser Umfrage haben innerhalb von 3 Monaten gut 1000 Menschen im deutschsprachigen Raum teilgenommen. Und das Ergebnis sehen Sie hier. Wir haben ganz viele Fragen gestellt, aber eine Frage, die uns interessierte, was ist der Grund, warum Sie Cannabis einnehmen, wegen welcher Erkrankung? Die Liste ist ganz lang, das überrascht Sie jetzt alle gar nicht. Aber wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen reinzoomen und uns das näher angucken, dann steht ADHS an erster Stelle. Wobei man sagen muss, dass wir Schmerz in verschiedene Unterkategorien aufgeteilt haben, weil an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle stehen jetzt verschiedene Schmerzerkrankungen, Migräne, neuropathischer Schmerz. Wenn man das alles zusammenaddieren würde und ein Cluster Schmerz bilden würde, würde Schmerz natürlich an die häufigste Stelle ganz nach oben rutschen. Aber wenn man das nach einzelnen Schmerzformen unterteilt, dann steht die ADHS tatsächlich ganz oben. Also es ist nach wie vor so, dass in Deutschland offenbar sehr häufig von Ärzten für ADHS eine Behandlung mit Cannabis durchgeführt wird. Es gibt eine vierte Datenquelle. Das ist eine Studie, die aus den USA stammt und 2016 publiziert wurde. Hier wurden Menschen mit ADHS, die Cannabis einnehmen, gefragt, warum sie das tun. Und Sie sehen hier die obere gestrichelte Linie. Die zeigt an die Zahl der Menschen, die gesagt haben, ich mache das aus therapeutischen Zwecken. Und es gibt andere, das sind die Linien hier unten, die entweder sagen, bei mir wirkt das gar nicht und andere sagen, bei mir hat das auch nachteilige Wirkungen. Aber ein Viertel der Patienten hat ganz klar gesagt, dass Cannabis bei ihnen therapeutischen Nutzen hat und dass das der Grund ist, warum sie das einnehmen. Wenn man in dieser Studie dann die Daten noch mal genauer anguckt, also wie gesagt, ein Viertel gab an, dass es therapeutische Indikationen, eine therapeutische Nutzung gibt. Und wenn man dann in die Symptomliste noch mal guckt, dann sieht man, dass manche gesagt haben, die Stimmung wird besser. Andere haben gesagt, andere psychiatrische Symptome werden besser. Und viele Patienten haben angegeben, dass es nur einer Verbesserung allgemein im Alltag oder auch einer Verbesserung des Schlafs kommt. Also hier scheinen verschiedene Symptome bei den verschiedenen Patienten sich zu bessern. Das sind die Umfrageergebnisse. Gucken wir uns die harten Studiendaten an. Das ist ja immer das, was man gerne wissen möchte. Und das ist ja der Grund, warum in dieser eben zitierten Leitlinie drinsteht, es gibt keine Evidenz, was ja eigentlich nur heißt, es gibt keine Daten. 2015 wurde erstmals überhaupt eine sogenannte Meta-Analyse publiziert, wo alle Studien, die es bis zu diesem Zeitpunkt gab, ganz egal zu welcher Erkrankung, zusammengefasst und ausgewertet wurden. Und wenn man mal guckt, was ist in dieser Meta-Analyse drin zu psychischen Erkrankungen, dann haben die Autoren gesagt, für psychische Erkrankungen, und zwar für Schlafstörungen und für Tourette-Syndrom, gibt es eine schwache Evidenz. Das heißt also, die Datenlage lässt vielleicht so gerade mal annehmen, dass vielleicht für diese beiden Erkrankungen eine Wirksamkeit für Cannabis-Medikamente besteht. Jetzt sagen Sie, naja, 2015 ist ja lange her, gibt es nicht was Aktuelleres? Ja, gibt es. Es gibt eine ähnliche Analyse aus dem Jahre 2018 von einem amerikanischen Kollegen Donald Abrams. Und da sehen Sie hier unten, dass Tourette-Syndrom rausgefallen ist. Die Schlafstörungen sind immer noch drin, aber was Neues ist nicht reingekommen. Woran liegt das? Weil es eben so wenig Studien gibt und sich die Datenlage von 2015 zu 2018 leider nicht verbessert hat. Das kann man immer noch sagen, 2018 ist auch schon wieder 3 Jahre her. Gibt es was Neues? Ja, gibt es. In 2019 wurde diese Meta-Analyse publiziert. Und zwar geht es hier ausschließlich und speziell um psychiatrische Erkrankungen. Schmerz, Tumor, das ist da alles nicht drin, sondern die Autoren wollten ausschließlich wissen, was wissen wir, wie ist die Datenlage zu Cannabistherapie bei psychischen Erkrankungen. Und die Zusammenfassung ist ganz kurz und knapp. Da steht drin, für keine einzige psychische Erkrankung gibt es überhaupt gute Belege, dass Cannabis-Medikamente wirksam sein könnten. Das muss man aber auch
verstehen, was hier steht. Hier steht nämlich nicht, und das wird leider manchmal auch fehlinterpretiert, hier steht nicht, dass die Autoren gefunden haben, dass Cannabis-Medikamente bei psychischen Erkrankungen unwirksam sind, weil solche Studien gibt es ja auch nicht, sondern es gibt einfach keine Studien. Und deswegen ist die richtige Schlussfolgerung der Autoren, die Datenlage und Studienlage ist so schlecht, dass man das eigentlich gar nicht bewerten und diese Frage gar nicht beantworten kann. Wenn wir uns jetzt nochmal genauer angucken, was ist denn zu ADHS hier drin, dann haben die Autoren gerade mal 3 Studien gefunden und eine davon war eine sogenannte RCT, das ist eine randomisierte, kontrollierte Studie, das ist eigentlich immer das, was wir sehen wollen, was eine gewisse Qualität an Datenbasis hat. Und wenn wir uns das nochmal genauer angucken, was sind denn das für Studien, dann ist es ganz interessant, das eine ist tatsächlich eine richtige Studie, also eine RCT, eine randomisierte, kontrollierte Studie bei ADHS. Das andere ist aber einmal ein Fallbericht bei Tourette-Syndrom und das untere, das habe ich ja selber geschrieben, ist eine Fallserie bei Tourette-Syndrom. Das heißt also, die Autoren haben hier so ein bisschen was vermischt, Tourette und ADHS. Da gibt es schon einen gewissen Zusammenhang, darauf komme ich gleich mal. Aber sie haben eigentlich nur eine Studie zu ADHS hier reingeschrieben und dann werden wir gleich sehen, manches haben sie leider vergessen. Und das ist auch ganz interessant mal zu sehen. Man denkt ja immer, Meta-Analysen und systematische Reviews, das ist so der Goldstandard, besser geht nicht. Aber wenn die Autoren eben schlampig gearbeitet haben, dann muss man feststellen, dann fehlt auch manches. Was zum Beispiel fehlt, ist dieser Fallbericht. Der wurde von einer deutschen Gruppe 2008 publiziert. Und hier hat man nicht nur gezeigt, dass ADHS, dass Cannabis bei ADHS wirkt, sondern bei diesem einzelnen Patienten wurde eine Fahreignungstestung durchgeführt. Und zwar vor der Einnahme von Cannabis und nach der Einnahme von Cannabis. Und dieser Mensch war dann nach Einnahme von Cannabis in der Fahreignungstestung viel besser als vorher, was diese Autoren damals sehr überraschte, was aber jemanden, der das Thema ein bisschen näher kennt, gar nicht überrascht, weil wenn man Cannabis als Therapie einstuft und die Therapie ist wirksam, dann ist ja klar, dass dann die Fahreignung auch besser ist. Das ist so wie bei einem Parkinson-Patienten. Wenn der Parkinson-Medikamente nimmt, kann der auch besser Auto fahren, als wenn er die nicht-Medikamente nimmt. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass Menschen mit ADHS generell nicht so gut Auto fahren, weil die Kombination von Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität ist fürs Autofahren nicht gerade günstig. Dann gibt es eine zweite Quelle, die die Autoren nicht berücksichtigt haben in dieser Meta-Analyse, wobei das oft nicht gemacht wird, weil das nicht als volle Publikation veröffentlicht wurde, sondern nur als kurzes Abstract auf einem Kongress 2015. Das ist von Frau Eva Mils und Franjo Grotenherm. Die haben eine Fallserie zusammengestellt von 30 Patienten mit ADHS und berichten, dass bei diesen 30 Patienten Cannabis zu einer guten Wirkung und Symptomverbesserung führte, inklusive Konzentration, Schlaf und einer Verminderung der Impulsivität. Dann hatten wir vorhin schon kurz gesagt, dass es diese Überlappung zwischen Tourette und ADHS gibt und deswegen ist das auch in dieser Meta-Analyse damit drin gewesen. Tourette-Syndrom ist ja eine Tic-Störung und man weiß, dass viele Menschen mit Tourette-Syndrom auch gleichzeitig ADHS haben. Umgekehrt weiß man, dass viele Menschen, die ADHS haben, auch leichte sogenannte motorische Ticks, also leichte Zuckungen, wie zum Beispiel Augenblinzeln oder Grimassieren haben. Und deswegen macht es durchaus Sinn, auch mal in die Tourette-Literatur zu gucken, was steht denn da drin. Und in der Tat gibt es relativ viele Fallberichte zu Tourette, wo dann drin steht, dass sich auch die Aufmerksamkeit verbessert hat, wie zum Beispiel hier oder hier steht, dass die Impulskontrolle und die Aufmerksamkeit besser wurde. Hier steht, dass die Konzentration verbessert wurde. Das hier ist der Fallbericht, der ja in dieser Meta-Analyse drin war. Da steht auch, dass sich die Therapiemöglichkeiten für ADHS verbesserten. Und hier gibt es noch einen weiteren Fallbericht, wo auch steht, dass sich die ADHS verbessert hat. Also nochmal, ja, ein bisschen was steht in der Meta-Analyse drin. Ein paar Case Reports haben die auch einfach vergessen. Aber es scheint so, dass sich die ADHS-Symptome bei Menschen, die primär ein Tourette-Syndrom haben, ebenfalls verbessern. Und es gibt dann eben auch noch eine weitere Datenquelle. Das haben Sie eben schon gesehen, diese Studie, die schon relativ alt ist, von 1998, von unserer Arbeitsgruppe. Auch wir haben damals gefunden, dass sich ADHS verbessert. Und wir haben noch mal eine neuere Studie, die kann jetzt in der Meta-Analyse nicht drin sein, weil das erst 2019 publiziert wurde. Auch da haben wir noch mal wieder bei den Tourette-Patienten gefunden, dass sich unter Cannabis ADHS verbessert.
Das sind aber alles offene, unkontrollierte Fallserien und keine wirklichen Studien. Und die einzige Studie ist tatsächlich diese, die eben der Meta-Analyse eben auch schon enthalten war. Das ist 2017 publiziert worden von einer englischen Gruppe, von einem sehr renommierten Institut in London. Und die haben eine Studie durchgeführt, wo sie das Cannabis-Medikament oder den Cannabis-Extrakt Nabiximols bei Erwachsenen mit ADHS untersucht haben. Nabiximols ist besser bekannt unter dem Namen Sativex. Und jetzt ist ganz spannend, auch Studien kann man unterschiedlich bewerten, je nachdem, was man herauslesen möchte, weil diese Studie hat kein eindeutig negatives, aber auch kein eindeutig positives Ergebnis gebracht, sondern so ein bisschen was in der Mitte dazwischen. Und in dieser Meta-Analyse, die wir jetzt ja schon mehrfach gesehen und zitiert haben, da schreiben die Autoren dann aber einfach rein, das Ergebnis ist negativ. Sowohl der primäre Endpunkt als auch sekundäre Endpunkte seien nicht erreicht und insgesamt sei die Studie negativ verlaufen. Wenn Sie dann aber in eine andere, ähnliche, oder Entschuldigung, hier habe ich noch einen Daten, und zwar haben die aus dieser Meta-Analyse zusätzlich noch gesagt, dass diese Studie insgesamt auch sehr schlecht durchgeführt sei. Die werten das hier als low, das heißt also die Graduierung der Studie wird als sehr gering eingestuft, oder die Qualität der Studie wird als gering eingestuft und es werden verschiedene methodische Schwächen in dieser Studie identifiziert. 2020 ist dann diese weitere systematische Übersichtsarbeit ausschließlich zu psychischen Erkrankungen publiziert worden. Die Datenbasis ist ähnlich und die bewerten aber diese einzelne Studie. Das ist jetzt genau dieselbe Studie zu Sativex bei ADHS, die wir eben jetzt schon gesehen haben. Und die schreiben plötzlich, dass es eine signifikante Besserung gab in verschiedenen Tests. Also da können Sie sehen, dass man ein und dieselbe Studie mal von links und mal von rechts begucken kann. Also so ein bisschen wie das Glas, das der eine sagt, ist halb voll und das der andere sagt, ist halb leer. Wenn wir uns jetzt nochmal selber genau angucken, was hat denn diese Studie gezeigt? Hier wurden 30 Erwachsene mit ADHS behandelt. Der primäre Endpunkt, das ist so ein Computertest, der hier gemacht wurde, dieser QB-Test, der wurde in der Tat nicht erreicht. Das heißt also, das primäre Ziel der Studie wurde verfehlt. Aber es gibt immer in fast allen Studien sogenannte sekundäre Endpunkte. Und da wurden verschiedene erreicht. Und wenn man speziell isoliert auf Hyperaktivität und Impulsivität und auf Inhibitionskontrolle guckt, dann wurde hier eine signifikante Verbesserung gezeigt. Und es gab einen Trend, das sind alles jetzt statistische Begriffe für eine Verbesserung der Unaufmerksamkeit. Also ganz so negativ ist die Studie nicht, ganz positiv ist sie auch nicht. Aber es ist sicherlich ein erster Hinweis, dass zumindest dieser Cannabis-Extrakt Nabiximols zur Behandlung der ADHS wirksam sein könnte. Bei Fallzahlen von N gleich 30 muss man immer sehr vorsichtig sein. Das sind wirklich nur kleine Pilotstudien. Man bräuchte jetzt eine viel größere Studie, um das näher zu untersuchen, um dann tatsächlich zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist die Datenlage, die wir haben. Mehr gibt es im Moment nicht und Sie sehen, wie dünn und dürftig das ist. Es gibt noch etwas weiteres, was ich Ihnen präsentieren möchte. Wir haben bisher ja nur über sogenannte Exokannabinoide gesprochen, also Cannabisblüten, Cannabisextrakte, mit denen man das körpereigene Cannabinoidsystem stimulieren kann. Es gibt heute auch andere Medikamente, mit denen man das machen kann, sogenannte Cannabinoid-Modulatoren. Das sind Medikamente, die in das körpereigene, also in das Endocannabinoid-System eingreifen und dort verschiedene Enzyme blockieren und dadurch zu einer Stimulation des Endocannabinoid-Systems führen. Also das Ergebnis ist quasi genauso, nur der Weg dahin ist anders, als wenn man Cannabis einnimmt. Einer dieser Medikamente, die man hier schon auch in der Klinik getestet hat, ist ein Medikament, was dieses Enzym hier speziell angreift. Das ist eine Lipase und diese Lipase MAGL, die baut 2-AG ab und 2-AG ist ja eins der wichtigsten Endokannabinoide im Gehirn. Wenn man das tut, wenn man also diese Lipase hemmt, dann kann 2-AG nicht mehr abgebaut werden. Die Folge ist ganz einfach, 2-AG steigt. Und das Cannabinoidsystem im Gehirn wird stärker stimuliert, als wenn man dieses Medikament nicht einnimmt. Dieses Medikament ist
untersucht worden in der Behandlung von Patienten mit ADHS. Die Ergebnisse können Sie in Kürze hier in Movement Disorder nachlesen. Wir sind in dieser Studie federführend mit beteiligt gewesen und eigentlich wollten wir zeigen, dass dieses Medikament mit dem kryptischen Namen LU-AG64066, dass das wirksam ist in der Behandlung des Tourette-Syndroms. Das hat sich leider nicht gezeigt und die Tics waren nicht gebessert und auch Zwangssymptome war nicht gebessert. Also das ist ein Medikament, was sich offenbar nicht eignet zur Behandlung von Tics bei Patienten mit Tourette-Syndrom. Aber wegen der Überlappung von Tic und ADHS haben wir in dieser Studie auch geguckt, was ist denn mit den ADHS-Symptomen? Und wir haben in der Tat 11 Patienten in dieser Studie gehabt von insgesamt 49, die tatsächlich zusätzlich auch die Diagnosekriterien für eine ADHS erfüllt haben. Das ist nun eine sehr kleine Zahl. Da spielt der Zufall dann natürlich auch mit eine Rolle. Aber wenn man das trotzdem nochmal separat anguckt, dann sieht man eine deutliche Verbesserung unter diesem Lipase-Hämmer, während in der Placebo-Gruppe keine große Veränderung war. Und wenn Sie sich hier nochmal in Zahlen angucken, dann ist die Verminderung der ADHS-Symptome hier in der Placebo-Gruppe sehr gering, während sie in der aktiven Medikamentengruppe sehr groß ist. Also anders formuliert, es würde sich in meinen Augen sehr lohnen, dieses Medikament auch nochmal speziell bei Menschen mit ADHS zu untersuchen. Was könnten nun die Gründe sein, warum Cannabis-Medikamente bei ADHS wirksam sein könnten? Und wir haben es ganz im Beginn schon von Herrn Grünfelder gehört, Stress spielt eine Rolle, wenn wir über das Endocannabinoid-System sprechen, weil nämlich das Endocannabinoid-System das wichtigste Stressregulationssystem im Körper ist. Und man könnte jetzt spekulieren, dass durch die Regulation des Stresssystems Menschen mit ADHS, ich sage es mal ganz einfach, weniger gestresst sind und dadurch weniger Krankheitssymptome haben. In gleicher Weise wird das auch für andere psychische Erkrankungen wie Angststörungen oder Depression diskutiert. Man kann aber auch weiter spekulieren. Die zweite mögliche Interpretation könnte sein, man weiß, dass es eine ganz enge und komplexe Wechselwirkung zwischen dem Endocannabinoid-System und dem Dopaminsystem gibt. Hier ist mal schematisch eine Nervenzelle des Dopaminsystems dargestellt. Und hier sieht man an diesen verschiedenen Linien, wie komplex, das ist hier unten erläutert, wie komplex das Endocannabinoid-System modulierend auf das Dopaminsystem einwirkt. Und wir hatten ja vorhin gesagt, das ist eigentlich die Ursache, die man glaubt, bei ADHS zu kennen, dass es eine Störung im Dopaminsystem gibt. Also könnte man jetzt weiter spekulieren, dass durch Cannabis-Medikamente diese Störung im Dopaminsystem irgendwie in Richtung normal kompensiert und ausgeglichen wird und es dadurch zu einer Verbesserung kommt. Die dritte Spekulation ist nun noch eine ganz andere. Man kann natürlich auch den Spieß umdrehen und sagen, naja, die Veränderung ist nicht primär im Dopaminsystem und durch Cannabis können wir das irgendwie ein bisschen bessern, sondern man kann es auch von der anderen Seite spekulieren, dass die primäre Störung bei ADHS im Endocannabinoid-System liegt und dass die Veränderungen im Dopaminsystem nur sekundärer Natur sind. Es gibt zwei Studien, die ein wenig in diese Richtung sprechen. Das ist die erste Studie. Hier hat man die Konzentration eines Enzyms im Blut bei Menschen mit ADHS im Vergleich zu gesunden Kontrollpersonen gemessen. Und zwar ist das Enzym FAAH. Und da hat man gefunden, dass dieses FAAH-Enzym in seiner Aktivität bei Menschen mit ADHS vermindert ist. Also anders formuliert, diese Studie zeigt ganz eindeutig, dass es bei Menschen mit ADHS eine Störung im Endocannabinoid-System gibt, weil, nochmal zur Erinnerung, was ist FAAH? Wir hatten eben schon diese MAGL-Lipase besprochen, die also das Endocannabinoid 2-AG abbaut. Und dann gibt es ja noch ein zweites wichtiges Endocannabinoid, das ist das AEA oder besser bekannt als Anandamid. Und auch Anandamid wird von einem Enzym abgebaut und das genau ist FAAH. Das heißt also, FAAH baut Anandamid ab und beendet sozusagen die Wirkung von Anandamid. Wenn jetzt aber die FAAH-Aktivität vermindert oder ganz aufgehoben ist, dann steigt der Anandamid-Spiegel und es kommt zu einer Stimulation im Endocannabinoid-System.
Diese Studie, die ich eben gezeigt hatte, kann man natürlich auch wieder aus zwei Richtungen sehen. Das kann entweder eine primäre Veränderung sein, aber es kann auch sekundäre Folge sein. Und nun gibt es eine weitere Studie, die ich Ihnen zeigen möchte, die tatsächlich erstmals überhaupt direkte Hinweise dafür gibt, dass es primär bei ADHS eine Störung im Endocannabinoid-System geben könnte. Und zwar ist das hier eine genetische Studie, die genau dieses Enzym FAAH, was wir jetzt eben schon besprochen hatten, untersucht hat. Und die findet eben bei Menschen mit ADHS eine Genveränderung in diesem FAAH-Gen im Vergleich zu gesunden Personen. Und das ist die erste und einzige Studie bisher, die tatsächlich einen direkten Hinweis gibt, dass es bei ADHS primär eine Störung im Endocannabinoid-System geben könnte. In der Genetik ist es üblich, das ist eine ganz neue Studie, die wurde erst letztes Jahr publiziert. In der Genetik ist es üblich, dass solche Studien dann immer noch mal repliziert werden, also von einer zweiten unabhängigen Arbeitsgruppe sollte das noch mal bestätigt werden. Aber das ist ein ganz wichtiger Befund, der eben zeigt, ja, da ist irgendwas, ich sage es mal ein bisschen salopp, im Cannabinoid-System bei Menschen mit ADHS nicht in Ordnung. Und deswegen macht es vielleicht doch Sinn, mit Cannabis-Medikamenten genau diese Fehlregulation auszugleichen. Wenn wir das, was ich gesagt habe, zusammenfassen, dann wissen wir heute, dass viele Menschen mit ADHS eine Selbsttherapie mit Cannabis durchführen. Die Datenlage ist sehr gering, aber es gibt eben diese ersten Hinweise, dass es eine Veränderung in der FAAH-Aktivität bei Menschen mit ADHS gibt. Die Datenlage wird sich hoffentlich bald bessern, weil wir haben in Hannover durchgeführt eine große Studie wieder mit dem Sativex bei Patienten mit Tourette-Syndrom. Da haben knapp 100 Patienten teilgenommen. Das ist für so eine Studie schon eine ganz gute Größe. Wir gucken natürlich primär wieder auf die Wirksamkeit von Sativex bei auf die Tics, weil das ist ja das Hauptsymptom von Tourette. Aber wir gucken natürlich auch, was ist denn mit der ADHS? Auch in unserer Studie sind Patienten mit ADHS in Kombination mit Tourette gewesen. Diese Studie ist mittlerweile abgeschlossen und wir sind gerade im Moment dabei, die Daten auszuwerten. Wenn Sie das interessiert, werden Sie sicherlich noch im Laufe dieses Jahres erste Ergebnisse dieser Studie finden können, zum Beispiel auch auf dem Europäischen Tourette-Kongress, der im Oktober online stattfinden wird. Wir haben in dieser Studie noch was Neues zusätzlich gemacht. Wir haben zusätzlich bei allen Studienteilnehmern in Hannover und in einem anderen Zentrum, das ist ungefähr 2/3 der Beteiligten, eine Fahreignungstestung gemacht, weil wir uns eben auch interessiert, wird denn die Fahreignung, wenn man ein Cannabis-Medikament nimmt, besser oder schlechter unter dieser Therapie? Autofahren und Cannabis ist ja auch ein wichtiges Thema. Und hier sind wir der Auffassung, dass man das komplett voneinander trennen soll, ob man über Cannabis als Freizeitkonsum und Autofahren spricht oder ob man über Cannabis als Medikament und Autofahren spricht, sodass wir uns aus dieser Zusatzstudie weitere wichtige Erkenntnisse erhoffen. Und als letztes ein Ausblick. Ich würde gerne eine große Studie zu Cannabis bei ADHS machen. Und wir bemühen uns leider schon seit mehreren Jahren vergeblich, für eine solche Studie eine finanzielle Förderung zu erhalten. Was ist unsere Idee? Wir würden gerne untersuchen, ob die Inhalation von Cannabis im Vergleich zu Placebo bei Menschen mit ADHS wirksam ist. Und wir würden gerne in dieser selben Studie auch gleich noch überprüfen wollen, ob Cannabis besser oder schlechter wirksam ist als Methylphenidat, weil das ist ja, wir haben es vorhin gesagt, der Goldstandard in der Behandlung. Und dann hätte man mit einer Studie gleich alle Fragen erschlagen. A, ist es wirksam und B, ist es besser oder schlechter als das, was wir bisher den Patienten empfehlen. Und man hätte danach eine robuste Datenlage und könnte danach Patienten sinnvoll beraten. Sie sehen aber an dieser kleinen Zahl, die hier versteckt ist, für so eine Studie braucht man 270 Patienten, dass diese Studie dann am Ende auch wirklich die Frage beantwortet, die man vorher gestellt hat. Und dann können Sie sich denken, so eine Studie ist teuer. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie viel Geld brauche ich, dann kann ich das sagen. Das sind ungefähr 3,5 Millionen Euro, was ich brauche, um diese Studie durchführen zu können. Wir haben diese Studie jetzt zur Förderung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG eingereicht und werden hoffentlich im Sommer erfahren, ob wir hier eine Förderung erhalten werden. Falls nein, wird es lange noch weiter unklar bleiben, ob Cannabis bei ADHS wirksam ist. Und damit bin ich am Ende und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Frau Professor. Würden Sie bitte die Präsentation wieder wegschalten? Okay, und dann gehen wir jetzt in
die Zusammenschaltung mit den Experten, die wir eingeladen haben. Und jetzt gehe ich nochmal die Liste durch, damit ich sie ja alle habe. Dr. Bettini ist noch nicht da. Ist Dr. Berti inzwischen? Den sehe ich auch nicht. Dann schalten wir noch den Peter mit hinzu. Dr. Berti wird heute leider nicht dabei sein. Wird nicht dabei sein. Vielen herzlichen Dank für diese spannenden und interessanten Ausführungen, sehr verehrte Frau Professor Müller-Wahl. Fall, entschuldigen Sie bitte, ich halte es mit bei Karl Valentin, der sagte, wie geht's dem Herrn Water? Aber es gibt natürlich auch das Vakzin, es gibt alles Mögliche. Also entschuldigen Sie, Peter sagt immer Fall, ich sage immer Wahl, damit gleicht sich dann aus, hoffentlich. Vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Ich möchte nun Dr. Elio Dell'Antonio bitten, seine Einschätzung der Informationen zu geben, die er soeben auch von Ihnen erhalten hat. Er ist Mitglied des wissenschaftlichen Ausschusses oder Komitees des Cannabis Social Club Bozen. Bitte, Dr. Dell'Antonio. Danke für Ihr Referat. Was ich daraus lerne, ist, dass es keine eindeutige Aussage möglich ist, nicht, ob man bei ADHD-Patienten Cannabis einsetzen soll. Sicher ist es auch, dass viele Patienten mit anderen Therapien nicht zurechtkommen. Und von dem her wäre es an und für sich auch denkbar, dass man den Versuch auch macht. Es ist ganz klar, dass eine Kontrolle über die Einnahme erforderlich ist. Und wenn der Patient von dem Standpunkt aus eine Kontrolle garantiert und eine gleichmäßige Einnahme ohne Kontrollverlust garantiert, dann kann ich mir durchaus vorstellen, bei positiven Ergebnissen, die er subjektiv wahrnimmt, dass man eine solche Therapie durchaus und legitim auch durchführen kann und soll. Das ist auch vom Gesetzlichen her möglich. Und von dem her würde ich mich dafür auch aussprechen. Nicht in allen Fällen, nicht unbedingt in allen Fällen, aber auf alle Fälle würde ich das in Erwägung ziehen. Herzlichen Dank, Dr. Antonio. Darf ich die Frau Dr. Holzer bitten, Ihre Einschätzung oder Ihren Informationsstand auch mitzuteilen in diesem Zusammenhang? Ja, man muss dazu sagen, dass ich sicherlich, also meine Arbeit liegt mehr darin, dass ich diese Dimensionen, wie sie Frau Doktor schon erklärt hat, erfasse. Das heißt, wo wird dann klinisch relevant, also in welchem Bereich befindet sich der Patient? Und in dem Moment, wo die Diagnose bestätigt wird, dann werden bei uns ja haben die Patienten dann die Möglichkeit, sozusagen auch eine Konsonanz beim Arzt zu machen. Das heißt, es wird in dem Fall nicht von mir dann entschieden, welche Art von Medikament sie, also ich sag mal Medikation praktisch dann, für was man sich dann entscheidet. Was ich aus dem Vortrag auch verstanden habe und was auch meine Erfahrung ist, man kann es nie verallgemeinern. Also man muss immer jeden Fall speziell sich anschauen und das geht halt auch hin und wieder bei den Studien auch verloren. Ich meine, das sehe ich auch in der Praxis. Ich meine, man muss immer schauen, gibt es eine Komorbidität, gibt es keine. Die Erfahrung von mir ist, dass viele Patienten gerade ohne Komorbidität eigentlich nie, wie soll man sagen, vielleicht einmal einen Versuch mit Cannabis probiert haben, eher Angst davor gehabt haben oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Deswegen, man kann es wirklich nicht verallgemeinern, aber Studien sind immer interessant. Die Datenlage ist noch schwach, aber also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der offen ist für neue Informationen. Aber wie gesagt, ich wäre immer vorsichtig, grundsätzlich, auch wenn die Datenlage dann besser ist, immer Fall für Fall muss angeschaut werden. Es muss immer auch die Geschichte eines Menschen angesehen werden. Und ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Holzer. Professor Andreas Konka verfolgt unsere Initiativen dankenswerterweise auch mit großem Interesse. Ich bitte ihn auch um seine Einschätzung. Ja, herzlichen Dank. Also Peter, da hast du wieder was Tolles auf die Beine gestellt. Frau Professor, danke für die Ausführung. Einschätzungen sind schwierig, weil Einschätzungen sind von vornherein relativ. Und schade, dass die groß angelegte Studienvorgabe oder Idee, den
die Hamburg da angeleitet hat, nie umgesetzt oder bislang zumindest nicht umgesetzt werden konnte. Als kritischen Punkt möchte ich nur dazu erwähnen, dass auch die letzten Ausführungen in Bezug auf das endokannabinoide System natürlich auch interessant sind für andere Erkrankungen. Und genau die gleichen SNPs werden ja auch für Erstmanifestationen von Psychosen untersucht. Und die haben ganz ähnliche Überschneidungen im Genom. Also das ist hochinteressant. Ich finde aber es auch wichtig und korrekt mitzuteilen, dass die Transversalität des Endokannabinoid-Systems wahrscheinlich doch nicht so spezifisch für die eine oder andere Erkrankung ist, nicht? Das haben Sie ja auch letzten Endes in der ersten Hypothese angeführt. Können wir das noch ein bisschen herunterbrechen, sodass auch Nicht-Fachleute unter dem Publikum den Sukkus mitbekommen von deinen Ausführungen? Naja, also zum Schluss ist erwähnt worden, dass dass möglicherweise das endokannabinoide System direkt beteiligt ist an der Spezifizität des ADHS-Syndroms. Und diese spezifische Untersuchung, die durchgeführt worden ist, auch mit der genetischen Untersuchung der sogenannten Genabschnitte. Was sind die SNPs? Die sind identisch. Genau, die sind identisch untersucht worden, auch in anderen Bereichen der Psychiatrie, wie zum Beispiel bei Erstmanifestationen von Psychosen, mit deutlich mehr Patienten auch. Und das waren immerhin 241 gematchte Patienten bei den Erstpsychosen und bei den ADHDler waren es deutlich weniger. Ich weiß nur nicht mehr genau die Zahl, aber es waren deutlich weniger. Und was ich damit meine, ist, dass das ein hochinteressanter Ansatz ist, der sicherlich auch verfolgenswert ist, aber letzten Endes mehr als wie eine Idee ist es nicht wirklich. Das ist nicht einmal eine gescheite Hypothese. Und deswegen möchte ich das ein bisschen reindimensionieren. Zum Verschreibung von Cannabis bei ADHD, da möchte ich eher eine Frage stellen. Es ist ja primär von dem Medikament Cannabis gesprochen worden. Was ist aber mit allen anderen Möglichkeiten, die wir zur Verfügung haben? Und vor allem, das interessiert mich aus klinischer Sicht sehr, wir haben ja sehr viele ADHS-Patienten mit Cannabis und Cannabispsychosen oder zumindest assoziierten Psychosen. Und wie gehen Sie da in der Klinik damit um? Das würde mich sehr interessieren. Danke. Bitte, Frau Professor. Ja, ich glaube, ich habe ja auch deutlich machen können, dass es längst nicht erwiesen ist, ob Cannabis-Medikamente bei ADHS helfen. Ich würde vielleicht das noch ein bisschen komplizierter machen und Sie haben in den Ausführungen völlig recht, Herr Konter. Wir wissen ja nicht mal, ob das, was wir klinisch als ADHS zusammenfassen, ob das tatsächlich alles eine Erkrankung ist. Das ist ja ein bisschen das Dilemma bei uns in der Psychiatrie. Wir tun alle Menschen, die klinisch gleiche Symptome haben, in eine Diagnoseklasse. Aber wenn wir das mal vergleichen mit irgendeinem anderen Symptom, wir reden ja hier nur von Symptomen, aus denen wir dann eine Diagnose machen. Und wenn wir mal ein anderes Beispiel nehmen, dann lassen Sie uns Kopfschmerz nehmen. Und Sie würden Menschen, die Kopfschmerz haben, alle als Kopfschmerzkranke diagnostizieren. So machen wir das ja in der Psychiatrie. Dann würden Sie Menschen mit Migräne, mit Hirntumor, mit Hirnblutung, mit weiß ich was, alle in einen Topf werfen. Die haben alle das gleiche Symptom, nämlich Kopfschmerz, aber haben alle ganz unterschiedliche Erkrankungen. Und insofern kann es theoretisch sein, dass das, was wir in der Psychiatrie klinisch zusammensortieren, ganz verschiedene Erkrankungen sind. Und es könnte theoretisch sein, dass eben für manche
der Menschen, die ADHS-Symptome klinisch haben, tatsächlich eine Störung im Endocannabinoid-System ist, für andere aber eine Störung, wo ganz anders vorliegt. Also das macht es nochmal deutlich komplizierter und das wird man sicherlich noch im Verlaufe prüfen müssen. Auf Ihre Frage nach den Psychosen, auch das ist ja eine Frage, die sehr kontrovers diskutiert wird. Und es gibt mittlerweile eine relativ robuste Datenlage, die zeigt, dass bei Kindern und Jugendlichen, wenn also das Gehirn noch nicht voll entwickelt ist, sich das Risiko für die Entwicklung einer Psychose verzwei- bis dreifacht, wenn man im Kindes- und Jugendalter in hoher Dosis Cannabis einnimmt, weil das sich entwickelnde Gehirn dadurch gestört wird. Nun muss man wissen, wenn man in Deutschland vom Lande nach Berlin zieht mit seinem Kind und das Kind ist noch unter, ich glaube, die Grenze ist bei 5 oder 6 Jahren, dann ist das Psychoserisiko für dieses Kind alleine durch den Umzug nach Berlin ebenfalls verdoppelt. Ich will jetzt nicht verharmlosen, dass eine Verdopplung des Risikos, eine Psychose zu kriegen, nicht ein ernstes Problem ist. Aber ich will das so ein bisschen in Relation stellen, weil niemand in Deutschland würde mit seinem Kind nicht nach Berlin ziehen, nur weil er weiß, das Kind hat jetzt, wenn er jetzt in Berlin aufwächst, ein verdoppeltes Psychoserisiko. Hinzu kommt, dass wir mittlerweile ja wissen, dass bei Menschen im Erwachsenenalter das Psychoserisiko nicht mehr tatsächlich durch die Einnahme von Cannabis steigen kann, sondern man kann nur im Rahmen einer akuten Intoxikation dann Psychosesymptome entwickeln. Also hier wird auch, und da muss ich leider ein ganz großes Fragezeichen oder eine Kritik anbringen, ich glaube, es wird sehr viel in der Psychiatrie durcheinander geworfen, weil wir ja sehr schnell dazu neigen, wenn jemand eine Psychose hat und vorher mal Cannabis genommen hat, daraus gleich aus diesem zeitlichen Zusammenhang einen ursächlichen Zusammenhang zu verknüpfen. Ich selber habe diverse Patienten mit ADHS und mit Tourette-Syndrom oder mit beidem in meiner Sprechstunde mit ganz unterschiedlichen Cannabis-Medikamenten in zum Teil sehr hoher Dosis behandelt und ich habe keinen einzigen gesehen, der unter dieser ärztlich überwachten Therapie eine Psychose entwickelt hat. Vielen Dank. Gleich, Professor Dr. Antonio, sofort eine Sekunde bitte. Ich möchte nur 2 Reaktionen aus dem Publikum noch einbringen und dann später auf eine dritte gehen. Lorenzo Calvi schreibt, congratulations, very clear and informative, really, thank you. Und Luca Zarathustra Lecker schreibt, truly enlightening, thank you very much. Also auch eine Rückmeldung aus dem Publikum, auch in englischer Sprache. Thank you very much for your reactions. Bitte, Dr. Antonio. Das Mikro ist noch aus. So, ich wollte auf diese letzten Anmerkungen nochmals eingehen. Obwohl ich im Ruhestand bin seit einigen Jahren, seit 4 Jahren, gehe ich einmal davon aus, wenn ein Patient, auch ein psychiatrischer Patient, eine Cannabis-Medikation hat und eine regelmäßige Cannabis-Einnahme hat, dann entwickelt er sozusagen ein allostatisches Gleichgewicht. Wenn ein solcher Patient Cannabis zu sich nimmt, ohne dass eine korrekte Einnahme vorgesehen ist und wenn eine Variation an Mengen, an Quantität von 1 zu 50, 1 zu 10, 1 zu 20, je nach Situation und je nach Verfügbarkeit der Substanz, mit solchen Schwankungen das Medikament einnimmt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass alleine diese Schwankungen, von diesen Schwankungen heraus, die Problematik der Psychose auch oder zum Beispiel die Problematik von Nebenwirkungen, auch von schweren Nebenwirkungen sich erklärt. Das heißt, eine kontrollierte Einnahme müsste auf alle Fälle die Grundvoraussetzung sein. Danke, wir haben noch eine Reaktion aus dem Publikum, eine Frage. Ich lese es erst auf Italienisch vor und übersetze es dann. Buonasera, incontro molto interessante. Volevo chiedere se avete esperienze sull'utilizzo della Cannabis nella sindrome di Prader-Willi. Grazie. Schönen guten Abend. Es handelt sich hier um eine sehr interessante Zusammentreffen. Ich möchte fragen, ob es bei den Experten Erfahrungen gibt über den Einsatz von Cannabis in der Syndrome, im Prader-Willi-Syndrom. Ich kenne das Syndrom nicht, ich bin kein Fachmann. Ist das ein technischer Begriff? Oder okay, dann bitte ich um Ihre Rückmeldungen. Herr Professor.
Ja, ich kann da vielleicht was zu sagen, auch wenn ich jetzt keine Expertin für das Prader-Willi-Syndrom bin, aber das ist ja eine Erkrankung, die mit ganz vielfältigen körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen und Störungen einhergeht. Und eine der möglichen Symptome im Zusammenhang mit dem Prader-Willi-Syndrom sind Verhaltensauffälligkeiten, manchmal auch mit sehr impulsivem oder aggressivem Verhalten. Und ich weiß jetzt nicht, ob das hinter der Frage steckt, aber es ist durchaus denkbar, dass diese Verhaltenssymptome sich durch eine cannabisbasierte Therapie bessern könnten. Weil, so wie wir ja im Beginn schon von Herrn Grünfelder gehört haben, wir reden ja bei Cannabis-Therapien primär erstmal bei der Mehrzahl der Erkrankungen nicht von Heilungen, sondern von Symptomverbesserungen. Und man weiß, dass Cannabis-Medikamente eben Impulsivität, Aggressivität bessern können. Und von daher ist es durchaus plausibel, bei Erkrankungen, die mit diesen Symptomen einhergehen, solche Behandlungsversuche durchzuführen. Das macht man auch bei anderen Erkrankungen. Es gab zum Beispiel bei der Huntington-Erkrankung solche Behandlungsversuche. Es gibt bei Alzheimer-Patienten solche Behandlungsversuche. Also alles verschiedene Erkrankungen, wo wir mit unterschiedlichen Symptomen zu tun haben. Und insofern könnte das durchaus sein, dass es zu einer Symptomverbesserung kommt. Analog gibt es erste Studien bei Patienten mit Autismus-Spektrum-Störung. Hier hat man schon Studien mit verschiedenen Cannabis-Medikamenten, mit reinem CBD, mit Kombination von THC und CBD gemacht. Und es gibt erste Hinweise, dass auch hier sich Verhaltenssymptome unter einer Cannabis-Therapie bessern könnten. Danke, Frau Professor. Sind weitere Rückmeldungen zu diesem Thema Prader-Willi-Syndrom aus der Expertenriege da? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Qualcosa che accomuna diverse malattie spesso sono le aree del cervello coinvolte. Ci sono riferimenti scientifici relativi, jetzt muss ich schauen, draufgehen. Ci sono riferimenti scientifici relativi al ADHD o altre patologie psichiatriche in relazione all'utilizzo di cannabis, intendo. Etwas, das verschiedene Krankheiten verbindet, sind häufig auch die betroffenen Hirnregionen, Hirnareale, Hirnareale. Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse im Zusammenhang zwischen ADHS oder ADHD und anderen psychiatrischen Krankheiten immer im Zusammenhang mit der Verwendung von Cannabis? Ich hoffe, ich habe die Frage verständlich übersetzt. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, gibt es ja in der Tat, das habe ich auch anfangs ja deutlich gemacht, Überlappungen zu anderen Erkrankungen. Also wer ADHS hat, Frau Holzer hat es ja eben auch nochmal betont, hat häufig sogenannte Komorbiditäten, also zusätzlich andere Erkrankungen. Und wir kennen sozusagen ein Spektrum und eine Überlappung von ADHS, Zwangserkrankung, Autismus und Tics und Tourette-Syndrom. Man weiß nicht ganz genau, warum das häufiger miteinander auftritt und ob es da vielleicht auch erbliche Gründe eine Rolle spielen, aber man sieht da eine Häufung, die nicht nur durch Zufall zu erklären ist. Und dann kann man natürlich spekulieren, ob hier auch ähnliche Hirnareale betroffen sind. Und dann könnte man weiter spekulieren, ob das Hirnareale sind, wo das Endocannabinoid-System dann besonders ausgeprägt ist. Ich weiß nicht, ob die Frage in diese Richtung zielt, weil man weiß ja, dass das Endocannabinoid-System im Gehirn nicht zufällig verteilt ist, also überall ein bisschen was, sondern es gibt bestimmte Regionen im Gehirn, wo das Endocannabinoid-System sehr stark ausgebildet ist. Das ist zum Beispiel im Bereich der Basalganglien, weswegen wir eben glauben, dass es eine starke Kontrolle des motorischen Systems zum Beispiel hat. Und es gibt andere Regionen, wo das Endocannabinoid-System praktisch gar nicht ausgebildet ist. Das ist zum Beispiel der Hirnstamm, wo es um die Kontrolle von Atmung und Kreislauf geht. Und das ist ja der Grund, warum Cannabis-Medikamente so besonders sicher sind. Ist zum Beispiel die Höchstdosis, die Sie einnehmen müssen, um an Cannabis zu versterben, ist unbekannt, weil Versuche nie dazu geführt haben, dass man im Tierversuch die Tiere getötet hat, weil eben der Hirnstamm, wo Atmung, Kreislauf funktionieren, nicht unter der Kontrolle des Cannabis-Systems sind. Andere Rückmeldungen von Seiten der Experten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Eine weitere
Chat wurden dann, gleich im Chat wurden einige Links angegeben zu Studien. Sollten Sie daran Interesse haben, können wir den Chat dann auch zusenden über E-Mail, damit Sie sehen, welche Zitate oder welche Studien hier zitiert worden sind von Seiten der Teilnehmer draußen. Es ist noch eine Frage, die ich noch vorher stellen möchte. Come in Flüche la Cannabis sulla Lipasi, das müsste in etwa so zu übersetzen sein. Wie wirkt sich Cannabis auf die Lipase aus? Ist das ein richtiger Begriff? Ich bin kein Fachmann dazu, da komme ich ins Schleudern. Also ich kann das Lipase nur bezeichnet eigentlich eine Gruppe von Enzymen und da weiß ich jetzt nicht ganz genau, was gemeint ist mit dieser Frage. Ich habe versucht, sie so einfach wie möglich und so gerade wie möglich zu übersetzen. Also die Frage ist so gestellt. Es ist nicht verständlich, was die Frage meint. Also das kann man nicht besser übersetzen. Dann müssen wir das eventuell auf einen zweiten Moment lassen. Oder ich bitte Sabrina, die Frage noch einmal etwas präziser zu stellen. Peter hat sich zu Wort gemeldet. Ja, hallo. Wir haben jetzt immer von Cannabis gesprochen und zum Beispiel eigentlich dann impliziert, dass es Cannabis nur mit, also dass da der Wirkstoff THC angesprochen wurde. Cannabis ist ja eine Pflanze, somit auch ein Phytokomplex, der sehr viele Cannabinoide hat. Wir betreiben hier in Bozen auch einen Hanfladen, in dem wir auch CBD-Produkte verkaufen, auch CBG-Produkte, das sind weitere Cannabinoide, bei denen wir gesehen haben, dass keine psychoaktive, also keine psychotrope Wirkung ist, aber es hat eine Wirkung, sind auch Substanzen, die eigentlich sehr auf die Angst, also sozusagen in dem Sinn sehr positiv für viele Menschen wirken. Könnte vielleicht Frau Müller-Fall darauf ein bisschen eingehen? Ja, das kann ich gerne tun. Und ich habe mir gerade auch nochmal den Link angeschaut, der geschickt wurde zum Prader-Willi-Syndrom. Und das ist genau damit verbunden, weil hier wird eine Studie zitiert, die aktuell durchgeführt wird, wo nämlich CBD, also reines Cannabidiol, in der Wirksamkeit bei Prader-Willi-Syndrom untersucht wird. Und das ist ja letztlich eine noch viel größere Ungewissheit. Ich habe ja versucht, mal so pauschal zusammenzufassen, was wissen wir denn zu Cannabis-Medikamenten bei ADHS? Und ich habe diese paar Daten, die wir haben, versucht zu zeigen. Und die Frage, welches der Cannabis-Medikamente könnte denn jetzt vielleicht am besten wirksam bei ADHS sein, die kann man gar nicht beantworten, weil wir können die erste Frage, gibt es denn überhaupt eine Wirksamkeit für die gesamte Gruppe, noch nicht mal klar beantworten. Und das ist ein Problem, was wir bei praktisch allen psychischen Erkrankungen und um nicht zu sagen bei allen Erkrankungen, wo wir eine Wirksamkeit von Cannabis-Medikamenten diskutieren haben. Das heißt also, wir haben manchmal mehr, manchmal weniger Hinweise, dass Cannabis-Medikamente wirken. Aber kaum je können wir sagen, hier ist die Cannabisblüte oder hier ist der Extrakt oder hier ist reines Dronabinol am besten wirksam oder sogar noch kleinteiliger, hier ist eine Cannabisblüte mit 18, 20, 22% THC besser wirksam als eine Cannabisblüte mit 15% THC. Also davon sind wir ganz, ganz, ganz weit entfernt. Es gibt einige Indikationen, wo es sich aber herauskristallisiert, dass wir eher THC als Reinsubstanz oder THC-haltige Cannabisblüten oder Extrakte brauchen. Und es gibt andere Indikationen, wo sich herauskristallisiert, dass möglicherweise reines CBD besser wirksam sein könnte. Wenn mich jetzt jemand fragt, worauf würde ich mein Gehalt wetten bei ADHS, dann würde ich sagen, hier ist es das THC. Nach allem, was ich bisher klinisch gesehen und alle Daten, die ich gesehen habe, würde ich sagen, ich glaube nicht, dass man ADHS mit reinem CBD wirksam behandeln kann. Das ist das, was mir die Datenlage nicht zeigt und was nicht meiner klinischen Erfahrung entspricht. Aber zum Beispiel bei Angststörungen haben wir erste Studien, dass dort reines CBD wirksam sein könnte. Wir haben auch weitere Indikationen, wo es Hinweise gibt, dass reines CBD wirksam sein könnte.
Da sind zum Beispiel Schlafstörungen dabei, da sind Psychosen dabei, auch die posttraumatische Belastungsstörung wird diskutiert und eben auch Prader-Willi-Syndrom, sonst würde man ja diese Studien nicht machen. Aber es gibt, und da ist vielleicht Autismus-Spektrum wieder eine gute Indikation, hier hat man verschiedene Studien gemacht, wo man das tatsächlich schon mal miteinander vergleichen wollte. Und am Ende hat sich in diesen kleinen Studien, die sind noch keine Endergebnisse, aber in diesen kleinen Studien scheint es jetzt doch zu sein, dass man eher zumindest THC mit dazu braucht und dass das möglicherweise besser wirksam ist als reines CBD. Also hier ist noch ganz viel unklar, aber man muss Fazit sagen, THC und CBD sind zwei völlig verschiedene Wirkstoffe. Wenn die nicht durch Zufall beide in der Cannabispflanze wären, würde die niemand in einen Topf werfen und oben Cannabismedikamente draufschreiben, weil die komplett verschieden wirken im körpereigenen Cannabinoid-System. Und ob das nun sinnvoll ist, dass man die zusammenführt, das ist ja das, was man mit dem Wort Entourage-Effekt gerne beschreibt. Also die Kombination von beidem, in welchem Verhältnis jetzt auch immer, macht die allerbeste Wirkung. Das ist eine sehr plausible Hypothese, aber es gibt bisher keine Studien, die das eindeutig haben zeigen können. Dr. Dell'Antonio hat sich noch zu Wort gemeldet, dann auch der Peter. Was würden Sie davon halten, wenn ich sagen würde, psychiatrische Patienten oder überhaupt Patienten suchen in erster Linie die CBD-Wirkung eigentlich. Im Vorfeld suchen sie die CBD-Wirkung viel mehr als die THC-Wirkung. Das würde ich für Menschen mit Psychosen mir gut vorstellen können. Mit Einschränkung auch bei Menschen mit Angststörungen, für alle anderen Indikationen glaube ich es nicht. Ich habe ja in Hannover eine große Sprechstunde für Menschen mit Tic-Störungen und Tourette-Syndrom. Und ich versuche immer, meine Patienten, wenn die denn eine Cannabis-Therapie durchführen und die Krankenkassen auch die Kosten übernehmen, dann versuche ich die Patienten immer zu motivieren, möglichst viele verschiedene Cannabis-Medikamente auszuprobieren. A, mit dem Ziel, dass sie für sich finden, was ist das Beste, und zwar in Abhängigkeit vom THC- und CBD-Gehalt und B, auch in Abhängigkeit von der Einnahmeform. Also lieber Inhalation mit Vaporisator oder lieber orale Einnahme mit Mundspray oder mit öliger Tropfenlösung. Und das tue ich nicht nur, damit die Patienten herausfinden, was wirkt für sie am besten, sondern das tue ich auch für mich, um meinen eigenen Erkenntnisgewinn zu steigern. Und dann frage ich die Patienten immer, vergleichen Sie mal das eine mit dem anderen, was wirkt denn besser? Und ich habe keinen einzigen Tourette-Patienten, der sich eine CBD-reiche Blüte oder einen CBD-dominanten Extrakt jemals als primäre Behandlung ausgesucht oder gewünscht hat, sondern alle Patienten nehmen zumindest ausgeglichene, mehrheitlich aber THC-dominante Präparate. Und deswegen bin ich nicht davon überzeugt, dass CBD in diesen Indikationen immer besser ist als THC. Wir begrüßen jetzt auch Dr. Roberto Bedini, der soeben aus dem Operationssaal herausgekommen ist. Herzlich willkommen. Ciao, Roberto. Wir sind mitten in der Debatte und wir lassen dich mal einsteigen und dann schauen wir, inwieweit du noch eine Wertung dazu abgeben kannst. Peter, bitte. Also ich habe auch beobachtet, dass es gibt in letzter Zeit immer wieder Bestrebungen, dass man auch über auf den gesamten Phytokomplex der Pflanze eingeht, dass Cannabis auch sehr viele Terpene beinhaltet, die auch in verschiedene Richtungen von eben Wirkungsweisen gehen. Und ich könnte mir da vorstellen, dass das natürlich auch jetzt in der Medizin ist man immer gewohnt, ein Wirkstoff und den kann man dann einsetzen. Natürlich bei pflanzlichen Produkten, da müsste man vielleicht erst Sorten herausfinden. Also ich denke mal schon, dass wir da auch sehen, wie schwierig dieses Feld der Phytotherapie ist und wie viel wir da noch eigentlich herausfinden können. Und ich sehe da auch einen sehr großen Innovationsgehalt im medizinischen Cannabis. Ist eigentlich keine Frage, nur so eine Feststellung. Vielleicht darf ich darauf gleich noch mal kurz einen Kommentar geben. Ich hatte Ihnen ja diese große Umfrage gezeigt, die wir im vergangenen Jahr mit der ACM zusammen gemacht haben, wo über 1000 Menschen in Deutschland teilgenommen haben, die, wie gesagt, alle eine ärztlich verordnete Therapie mit Medizinal-Cannabisblüten aus der Apotheke erhalten haben.
Und die Studie war primär natürlich nicht initiiert, um zu gucken, wie viele Menschen mit ADHS nehmen Cannabis, sondern das primäre Ziel dieser Umfrage war, gibt es eine spezielle Krankheit, wo eine spezielle Cannabisblütensorte am besten wirksam ist? Das war unsere primäre Forschungsfrage. Und das zielt genau auf das, was Sie gerade sagen, Herr Grünfelder. Wir wollten wissen, gibt es vielleicht ein bestimmtes Terpen- oder Flavonoidprofil, was besonders wirksam ist bei einer bestimmten Erkrankung? Das Ergebnis war sehr ernüchternd. Wir haben gar nichts gefunden. Also alle Blütensorten, die in Deutschland zurzeit verfügbar sind, verteilten sich auf die verschiedensten Erkrankungen. Es gab für keine einzige Erkrankung einen Peak. Und wenn wir auf die Blütensorten geguckt haben, dann hat die überwiegende Mehrzahl der Menschen sich THC-dominante Blüten herausgesucht. Das machte den Hauptlöwenanteil. Es gab einen Peak noch für eine einzige Blüte, die ein ausgeglichenes Verhältnis hat. Und CBD-dominante Blüten spielen in Deutschland überhaupt keine Rolle. Das wird kaum von Patienten genutzt. Ich möchte da nur noch sagen, also das liegt eben auch, glaube ich, wirklich an der gesamten sozialen Diskriminierung auch, die hier in diesem Bereich leider stattfindet. Also ich sehe nämlich auch, dass die zum Beispiel hier in Italien, außer Bedrocan, Bediol und Bedrolight ist eigentlich nichts zu haben. Also das heißt, das wird auch völlig ausgeblendet. Also wir leben praktisch noch in der Steinzeit mit der Keule und müssen uns so und so kommt man natürlich eben noch sehr schlecht weiter. Professor Konka hat sich inzwischen verabschiedet, hat uns in einem Chat noch geschrieben, muss leider weiter, bedankt sich und hat uns auch zur Tätigkeit gratuliert. Wir bedanken uns bei ihm, auch wenn er jetzt schon weg ist, dass wir dabei sein. Frau Holzer, wollten Sie etwas dazu beitragen? Würden Sie bitte ein Licht einschalten, auch Dr. Del Antonio? Sie sind beide im Dunkeln. Moment, muss ich mich bewegen? Okay. Wir sehen Sie gerne. Gut, gut, so, besser. Perfekt, wunderbar. Okay. Tut mir leid, ich habe es nicht gesehen. Nein, ich wollte eigentlich nur hinzufügen, dass es logischerweise eine spezielle Stichprobe ist, die ich kenne. Weil ich meine, wer zu uns kommt oder wer sich bei der Fachambulanz meldet, der hat einen bestimmten Leidensdruck. Und alle anderen, die zum Beispiel vielleicht auch Cannabis konsumieren und eine gute Wirkung haben, melden sich ja dann auch nicht. Also von dem her, von den Menschen, die, ob das jetzt CBD ist oder THC, die konsumieren und eigentlich sozusagen auch eine positive Wirkung haben, die lernen wir gar nicht kennen, weil die melden sich ja logischerweise gar nicht bei der Fachambulanz. Bei der Fachambulanz melden sich dann entweder Menschen, die also nie konsumiert haben, beziehungsweise, wie ich vorher schon gesagt habe, die Erfahrung gemacht haben und sie waren nicht so gut. Die kann man eigentlich relativ gut einstellen mit Methylphenidat. Also die sprechen eigentlich immer recht gut auf das Ritalin zum Beispiel an. Und alle anderen, die mit Cannabis Erfahrung gemacht haben, haben eindeutig nicht eine positive Erfahrung gemacht. Also zumindest half es ihnen nicht genug. Ansonsten hätten sie sich bei uns nicht gemeldet. Das heißt aber nicht, dass es nicht, dass ich damit, wie soll man sagen, nicht glaube, dass es Menschen gibt, die, die wir in der Fachambulanz nie sehen, weil die eine gute Erfahrung gemacht haben. Also dieses Recht würde ich mir jetzt wirklich nicht herausnehmen, das zu sagen, überhaupt, wenn ich jetzt Ihnen auch zuhöre, welche Erfahrungen Sie gemacht haben. Und so wie es auch Herr Grünfelder sagt, es hat sicherlich auch damit zu tun, dass es bei uns immer noch auch ein Tabu ist, weil ansonsten hätten wir ja auch andere Daten, aber es ist einfach ein Fakt, in dem Moment, wo ich keine Hilfe brauche, werde ich mich nicht an eine Ambulanz wenden und mich schon gar nicht outen, dass ich es so therapiere. Das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt für die Arbeit des Cannabis Social Clubs, der hier eben ein Bindeglied darstellt. Und ich denke, es wird in diese Richtung schon sehr intensiv gearbeitet. Es ist beeindruckend, wie dort gut gearbeitet wird in diesem Club. Vielleicht darf ich noch mal einen Kommentar abgeben zur Selbsttherapie. Das ist ja etwas, was sehr viel stattfindet und was natürlich auch Probleme mit sich bringt. Zum einen wissen wir aus Zeiten auch in Deutschland, wo Menschen eben noch nicht die Möglichkeit hatten, einer legalen, ärztlich überwachten, cannabisbasierten Therapie, das trifft nicht nur für ADHS, aber hier sicherlich in besonderem Maße zu, dass Menschen dann zu einer immer
steigenden Dosis neigen. Also die Selbsttherapie hat in der Tat ein hohes Risiko, dass es zu einer kontinuierlichen Dosissteigerung kommt. Und jeder, der sich mit dem Thema ADHS und Cannabis beschäftigt, kennt Menschen, die dann Dosierungen von 5 Gramm, 6 Gramm pro Tag einnehmen. Das sind natürlich gigantische Dosierungen, die wir bei einer von Beginn an ärztlich eingeleiteten und überwachten Therapie eigentlich nicht mehr sehen. Und das ist ein Risiko, was die Selbsttherapie offenbar mit sich bringt. Was man aber auch umgekehrt sagen muss, wenn Menschen berichten, ich habe mal Cannabis probiert und das hat nicht geholfen, dann muss man ja letztlich sagen, was die da eingenommen haben, wissen wir gar nicht. Ich habe alle meine Patienten immer wieder gefragt, wissen Sie, wie viel THC-Gehalt Ihr Cannabis hat, was Sie da einnehmen? Das weiß kein Mensch. Weil niemand hat ein Chemielabor im Keller und die Menschen, die Cannabis illegal an andere weiterverkaufen, die wissen es nicht oder sagen es nicht. Und es ist ja nicht nur, dass der THC-Gehalt unbekannt ist, sondern es kommt noch hinzu, zumindest in Deutschland ist das so, dass das Cannabis, was aus der Straße verkauft hat, wird häufig noch verdünnt, verunreinigt ist. Da ist alles Mögliche drin, von Haarspray über Plastik bis hin zum Teil ist das dann aufgepeppt mit synthetischen Cannabinoiden. Hier wird es dann auch richtig gefährlich für die Menschen, die das einnehmen, sodass man also von jemandem, der sagt, ich habe ein, zweimal Cannabis genommen, weil der Kumpel hat mir das gegeben, da kann man noch nicht wirklich darauf schließen, wie denn die Wirkung bei einer tatsächlich ärztlich überwachten Therapie ist, und das macht es noch mal schwieriger. Dann kann noch ganz Banales mit eine Rolle spielen, wenn Sie mit einem Kumpel zusammen Cannabis nehmen, dann wird das ja in aller Regel geraucht. Wenn Sie aber Nichtraucher sind, dann haben Sie schon Mühe, das überhaupt sinnvoll zu inhalieren. Dann entsteht ja häufig ein Hustenreiz. Dann kann überhaupt gar nicht geprüft werden, ob hier eine Wirkung besteht oder nicht. Also das muss man immer noch mal ein bisschen relativieren, wenn solche Berichte von Menschen da gegeben werden. Häufig werden ja auch dann noch andere Drogen zusätzlich mitgenommen, Alkohol getrunken und. Also das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht, denke ich, noch mal genießen. Dr. Bedini, bitte. Mikrofon, Herr Korrespender. Entschuldigung. Jetzt kann man mich hören. Ja, gut. Okay, alles klar. Ich bedanke mich bei Peter, bei Markus und insbesondere mit Frau Dr. Müller-Wahl und Frau Dr. Holzer. Ich wollte nur fragen zur Therapie im Moment. Benutzt ihr die Ölform als Einsteigemedikament in der Therapie oder wie? Ich weiß nicht, ob die Frage ja. Klar ist. Soll ich antworten? Oder? Ja, ich denk schon. Ich wollte wissen, wie es bei euch ist. Ich muss mich entschuldigen, ich habe den ersten Teil verpasst. Aber wie gesagt, also das Rauchen, wie ich den Patienten sage, ist erstens ungesund und zweitens wird mehr als die Hälfte verbrannt und viele Schadstoffe entstehen. Die Schwarzmarktprodukte, man weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Die Stichproben, die man teilweise nimmt, haben alles da drin gezeigt. Ich halte ziemlich viel von dem Ölextrakt. Ich weiß, da gibt es Diskussionen über Temperatur und Dauer der Extraktion von den Cannabisblüten in Ölpräparationen. Aber laut dem Must, start low and go slow, also mit einer niedrigen Dosierung anfangen, insbesondere bei nicht Cannabis-Experten sozusagen, bei naiven Patienten, habe ich gesehen, dass die Ölform sehr gut für Anfänger ist. Man kann Dosierungen tropfenweise täglich steigern, bis man eventuell die richtigen Effekte erreicht. So sei das CBD oder THC oder das Bediol, also die Mischform, die beide enthält. Was ist in Ihrer Erfahrung mit dem Öl oder insbesondere, was benutzt ihr als Einsteigeform der Einnahme der Zubereitung? Also ich stimme völlig zu, dass ich niemandem empfehle, Cannabisprodukte zu rauchen.
Sicher nicht. Es machen aber trotzdem natürlich Menschen, ja klar. Das ist eine andere Sache. Das ist bei keine rechtliche richtig. Empfehlung. Also eine medizinische Empfehlung kann das keinesfalls genau. sein, sehe ich genauso. Bei uns in Deutschland ist es so, dass Menschen ja, wenn die Krankenkassen die Kosten übernehmen, dann entweder eine Kostenübernahmezusage für einen Cannabisextrakt oder für Cannabisblüten oder für Dronabinol beantragen. Selten wird pauschal für alle verfügbaren Cannabis-Medikamente eine Kostenübernahme erteilt, sodass man also vor Behandlungsbeginn, wenn der Patient die Kosten nicht selber tragen möchte, entscheiden muss, welche der verschiedenen Cannabis-Medikamente soll genutzt werden. Und ich bespreche das immer mit meinen Patienten. Mir ist keine Indikation bekannt, wo wir eindeutig schon sagen können, hier ist das eine besser oder schlechter als das andere. Wir haben in Deutschland eine Zulassung für Sativex, für Spastik bei MS, und wir haben eine Zulassung für das Nabilon, also das synthetische Dronabinol-Analogon. Bei uns heißt das Canemes für Übelkeit und Erbrechen bei Chemotherapie, bei Tumorerkrankungen. Dann sollte man natürlich das erstmal wählen, weil das zugelassen ist und man muss dann keinen extra Kostenübernahmeantrag an die Krankenkasse stellen. Aber für alle anderen Indikationen ist es letztlich unklar. Und es gibt, glaube ich, immer Vor- und Nachteile. Vorteile der oralen Einnahme, also der Extrakte, ob nun als ölige Lösung oder als Mundspray, ist sicherlich, dass das einfacher zu handhaben ist. Sie können das einnehmen, keiner sieht, dass es sich um Cannabis-Medikament handelt, keiner riecht es, dass es sich um Cannabis handelt, und Sie können das überall unterwegs mal schnell einnehmen. Die Inhalation bietet in meinen Augen den klaren Vorteil, dass Sie einen schnellen Wirkeintritt haben. Und die Mehrzahl der Patienten sagt, dass sie es auch besser dosieren können, wegen gerade des schnellen Wirkeintritts, weil man noch während der Inhalation merkt, ist die Wirkung jetzt ausreichend? Höre ich auf zu inhalieren oder inhaliere ich weiter? Und dieser schnelle Wirkeintritt ist bei den oralen Darreichungsformen nicht. Und das ist der Grund, warum viele Patienten tatsächlich die Inhalation bevorzugen. Sie hat aber wiederum den Nachteil, dass die Wirkung nicht so lange anhält und eine häufigere Einnahme notwendig ist, wenn man den konstanten Spiegel über den Tag hinweg haben möchte. Und so hängt es jetzt sehr stark von der Indikation ab und sicher. Auch von der Handhabbarkeit. Also um mal ein Extrembeispiel zu nehmen, in der Palliativmedizin, ein Mensch, der 85 Jahre alt ist, der wird es gar nicht mehr schaffen, seinen Vaporisator händisch mit Cannabisblüten zu befüllen und das vorher vielleicht noch zu zerkleinern. Der ist damit überfordert. Junge Menschen mit ADHS haben in aller Regel keine Probleme. Und gerade bei ADHS sehen wir, dass viele Patienten die Inhalation bevorzugen wegen des raschen Wirkeintritts und sie sehr schnell wissen, wie ist meine optimale Dosierung und dann eben die Inhalation fortsetzen oder aufhören. Man muss aber ganz klar sagen, die aktuell verfügbaren Inhalationsgeräte sind sicherlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Hier gibt es aber momentan mehrere Firmen, die an neuen Geräten arbeiten. Und da wird sich in den nächsten wenigen Jahren sicherlich Entscheidendes tun, dass wir da verbesserte Geräte haben. Danke. Ja, wir haben auch gute Erfahrungen mit den Kapseln. Ich wollte nur auf das einsteigen. Vielleicht nicht für ADHS, das ist richtig, aber für andere Indikationen, zum Beispiel in der Schmerztherapie, wo ich mehr tätig bin. Kapseln mit dekarboxyliertem, entweder Bedrocan, Bediol oder Bedrolife, was das sein soll. Funktioniert gut, aber für Einsteiger vielleicht ist das ein bisschen schwieriger. Man kann die Dosierung nicht tropfenweise steigern bzw. titrieren. Mit den Kapseln aber kann man nur verdoppeln, verdreifachen, sagen wir 50 Milligramm Rohstoff bzw. 10 Milligramm THC von einem 50 Milligramm Bedrocan-Kapsel. Die kann man zwei, dreimal am Tag einnehmen bzw. Die Dosierungen nur verdoppeln oder verdreifachen. Deshalb war ich auf das Öl gegangen. Ich weiß, dass in der Literatur noch etwas Unsicherheit, Unklarheit bei den Extraktionsmethoden gibt, aber die,
da hat man den größeren eigentlich Entourage-Effekt als mit Nabilone oder Sativex. Leider Sativex kann man in Italien, vielleicht auch in Deutschland, kann man Sativex nur für MS, für schmerzhafte Spastik bei MS verschreiben, und zwar nur von Neurologen. Zum Beispiel ich als Anästhesist, Schmerztherapeut kann das nicht verschreiben. Und das ist eine sehr, würde ich sagen, auch geniale Lösung, diese stabilisierte Form von Sativex. Aber leider können wir das nicht verschreiben. Also auch die decarboxylierten Kapseln, wenn der Apotheker das machen kann, das ist ja eine sehr gute Einnahmeform. Leider ist die Latenz der Effekte um die 2 Stunden, aber das dauert auch länger. Also 3-mal am Tag einnehmen, 8 Stunden ungefähr Wirkzeit. Wenn man stabilisiert ist, das ist schon eine sehr gute Einnahmeform. Ich weiß nicht, ob in Deutschland auch die Kapseln galenisch verschrieben werden können. Theoretisch ja, praktisch spielt es keine Rolle, weil wir eben ein relativ großes Spektrum haben und wir dürfen auch Off-Label verordnen. Also ich als Psychiaterin selbst darf Sativex Off-Label zum Beispiel bei Tourette-Syndrom verordnen, privatärztlich eh und immer, aber auch entsprechend nach Kostenübernahmebeantragung bei der Krankenkasse, wenn die Krankenkasse generell Cannabis-Extrakte bewilligt. Die Kostenübernahme kann ich alle Extrakte, die im Moment verfügbar sind, dann verschreiben. Und wir haben ein großes Spektrum. Wir haben ja mittlerweile meistens so 35 verschiedene Cannabisblütensorten in den Apotheken tatsächlich belieferbar. Wir haben Sativex, wir haben reines Dronabinol, wir haben eine Vielzahl an Cannabis-Extrakten. Das ist im Moment etwas, was riesig expandiert. Also da sind, glaube ich, im Moment 10, 12, 14 verschiedene Extrakte mit unterschiedlichen THC- und CBD-Gehalten verschreibungsfähig. Das ist ein Markt, der hier geradezu explodiert. Und das ist fast schon eher umgekehrt. Für den, der sich jetzt wenig mit Cannabis-Therapie auskennt, ist der Markt aktuell sehr unübersichtlich, weil der unerfahrene Behandler oder Behandlerin gar nicht weiß, was soll ich denn da jetzt auswählen? Ist das eine besser als das andere? Ich bespreche das sehr gerne mit meinen Patienten, und jemand, der noch nie Cannabis genommen hat, der ist in meinen Augen tendenziell eher geeignet für eine orale Therapie mit einem Spray oder mit einem Extrakt. Ob jetzt aus einer Blüte hergestellt oder primär von einer Firma, das ist eigentlich einerlei. Wenn jetzt aber ein Mensch sagt, ich habe schon eine Selbsttherapie mit Cannabisblüten durchgeführt und ich komme damit super zurecht, ich nutze einen Vaporisator, ich würde das jetzt nur gerne legal und ärztlich verordnet, dann wüsste ich keinen Grund, warum ich zu dem sagen muss, du musst jetzt aber unbedingt Sativex ausprobieren, sondern dann würde ich erstmal mit dem eine ärztlich überwachte, kontrollierte, cannabisbasierte Therapie mit Blüten durchführen und dann, je nachdem, wie erfolgreich das ist, ob es Vor- oder Nachteile hat, Nebenwirkungen hat, dann im Verlaufe nochmal diskutieren, wollen wir das vielleicht mal auf eine orale Therapie umstellen. Ich habe aber Patienten, die sagen, warum? Ich habe das erreicht, was ich von der Therapie will. Ich bin hochzufrieden, das wirkt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich vertrage es gut, das Handling ist für mich praktikabel. Da wüsste ich jetzt keinen Grund, warum ich den zwingen soll, nun unbedingt auch noch einen Extrakt auszuprobieren. Zwingen auf jeden Fall können wir nicht. Wir können nur nicht Gesellschaft leisten, mir kommt das Wort nicht. Begleiten. Nein, nicht begleiten. Darum Consiglio, einen Ratschlag geben. Der Arzt sollte so sein, also ich habe dieses Problem, ich kann dir dieses empfehlen, probieren wir das. Genau. Wir arbeiten zusammen eigentlich. Das sollte so sein, und im Falle von Nebenwirkungen kann man schon im Voraus erklären, was für Nebenwirkungen oder unerwünschte Effekte insbesondere mit THC passieren können. Das machen wir, die verschreiben, denke ich, alle. Denn bei naiven Patienten können die Effekte von THC schon ziemlich doll sein. Nicht bei niedrigen Dosierungen, aber jeder ist unterschiedlich. Okay, also es gibt noch ein paar Reaktionen aus dem Publikum, die sich vor allem bedanken. Danke für die Informationen bezüglich der wissenschaftlichen Lage. Danke. Ich persönlich bin ganzheitlich unterwegs und finde eine geringe Dosierung gute Besserung.
in Bezug auf soziales Verhalten, Depression, natürlich Selbstversuche, würde es aber sehr begrüßen, wenn das ärztlich beobachtet würde. Sehr belastet mich der Weg der Beschaffung des Cannabis, welches THC enthält. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass es diesen Club gibt und bin schon sehr gespannt. Das hat Fabian geschrieben. Oder G schreibt, vielen Dank, Frau Professor Müller-Fahl. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Forschungsstudie in der Hoffnung, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Finanzierung genehmigt. Ich bin RLS-Patient und nehme Medikamente, die auf das Dopaminsystem wirken. Sie sprachen von der komplexen Wechselwirkung zwischen ECS und DA. Meine Frage, bestehen Zusammenhänge zwischen ADHS und RLS, beziehungsweise leiden RLS-Patienten häufig auch an ADHS-Symptomen, zum Beispiel Konzentrationsstörungen? Danke. Nein, ADHS und Restless-Legs-Syndrom sind zwei ganz unterschiedliche Erkrankungen, aber in der Tat, bei beiden spielt das Dopaminsystem eine Rolle. Und das Restless-Legs-Syndrom behandelt man auch mit Medikamenten, die das Dopaminsystem primär tangieren. Und es gibt in der Tat auch Hinweise, dass man bei Restless-Legs-Syndrom auch cannabisbasierte Medikamente sinnvoll einsetzen kann. Studienlage auch wieder ganz schlecht, aber es gibt in der Tat auch da Hinweise, dass das eine wirksame Therapie sein könnte. Aber nicht, weil das jetzt was mit ADHS zu tun hat, sondern unabhängig davon. Das ist ja ein besonderes Phänomen, was wir bei Cannabis-Medikamenten kennen. Und das ist auch der Grund, warum diese Reihe so vielfältige Themen hat, die Herr Grünfelder hier organisiert hat, dass Cannabis eben im Vergleich zu anderen Medikamenten möglicherweise so ein extrem breites Therapiespektrum hat. Und das ist der Grund, warum man eben diskutiert, dass es auch bei RLS sinnvoll vielleicht wirksam sein könnte. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass wir in der letzten Sendung das Thema RLS behandelt haben und es besteht die Möglichkeit, auf der Facebook-Seite das Gespräch mit Frau Dr. Camporese nachzuhören. Peter, möchtest du noch eine Zusammenfassung machen oder einen Abschluss? Es sind fast schon 2 Stunden. Ja, ich wollte mich auch noch mal einbringen. Als Patientenvertreter und hier mit euch Ärzten, also ich möchte auf jeden Fall niemand anklagen, aber sei noch mal darauf hingewiesen, wie schwierig es Patienten haben, sich in diesem System zurechtzufinden, wie oft sie auch eben durch dieses Nicht-Finden der richtigen Therapie eigentlich dann müssen in die Illegalität abrutschen, weil sie nicht Ärzte finden, die ihnen zuhören, die ihnen auch das dann nicht verschreiben wollen und trotzdem halt ihren Weg suchen und gehen. Also wie Frau Holzer vielleicht auch schon bestätigt hat, es kommen anscheinend Patienten, die schon Erfahrung haben mit Cannabis. Mir kommt vor, also ich glaube, mich erinnern zu können, dass Frau Fahl das auch bestätigen konnte. Und mein Appell eben auch an die Ärzte, bitte schaut in diese Richtung. Also bin ich mir eh schon sicher bei euch. Und es ist auch wichtig, eben die noch weitere Kollegen eben da einzubinden und diese Dämonisierung eben von Cannabis ein bisschen zu unterbinden. Ich bin sehr zufrieden. Es hat mir sehr gut gefallen, die heutige Veranstaltung. Ich bin ganz begeistert vom Vortrag von Frau Müller-Fahl. Der war sehr, sehr gut, wirklich sehr präzise und genau und gut erklärt auch, sehr für uns, sagen wir mal so, Patienten, also mich Patientenvertreter. Ich bedanke mich nochmal. Ich bedanke mich bei Sonja Holzer, dass sie auch teilgenommen hat und auch so lange bei uns geblieben ist. Ja. Ich bitte Sie nochmal, vielleicht Herrn Konka von uns zu grüßen und vielleicht auch nochmal kurz eine Frage. Also wenn jetzt Patienten, also weil wir als Cannabis Social Club kriegen natürlich immer sehr viele Anfragen, könnten wir Patienten auch zu Ihnen dann weiterschicken, dass die eventuell auch, jetzt natürlich, es ist keine Garantie, ich weiß das, jeder Patient wird angesehen, jeder Fall soll einzeln natürlich bewertet werden, aber können wir Patienten zu Ihnen schicken, die eventuell eine Cannabis-Therapie wünschen oder die in die Richtung? Ja, eine gute Frage. Ich wollte eben gerade vorher noch, aber ich wollte es nicht in die Länge ziehen, aber wir sind leider Gottes Welten noch davon entfernt. Im Sinn, in den letzten Jahren, das weiß vielleicht Frau Doktor, weiß ich jetzt nicht, ob sie es weiß, aber wir sind ja noch
wie soll ich sagen, uns wird ja noch das Methylphenidat auf Label verschrieben. Das heißt, bei uns pilgern ja Patienten von Neapel nach Bozen, um überhaupt das Methylphenidat zu bekommen. Okay? Ja. Und da fühlen sich schon die Patienten wie Drogenabhängige. Deswegen, das wäre dann der nächste Schritt. Wir sind immer noch dort, also in Italien. Von dem her, es gibt vielleicht ein paar Zentren, die Methylphenidat verschreiben. Das wissen Sie vielleicht gar nicht. Aber das sage ich jetzt mal so, nicht um das zu entschuldigen, aber das wäre das Nächste. Deswegen momentan... Wenn Sie dann mal so weit sind und Experten suchen, die Ihnen dann auch für die Verschreibung so helfen können, dann würde ich froh sein, wenn Sie sich an uns wenden. Wir werden sicher versuchen, unser Netzwerk weiter auszubauen und würden natürlich uns freuen, auch über Zusammenarbeit mit Ärzten. Auch wenn man Studien machen möchte, wir Patientenorganisation, wir haben die Patienten, die wollen auch in diese Richtung gehen. Und also wir sind bereit und werden auf jeden Fall auch noch weiter kämpfen. Leider müssen wir das tun. Na, das finde ich gut und ich denke auch, die Teilnahme hier bestätigt ja auch, dass man offen ist für das. Aber eben nur, ich sehe das Gesicht von der Frau Doktor, dass wir da noch im Mittelalter sind, was das Methylphenidat anbelangt, aber so ist es eben. Aber wir bewegen uns weiter. Viele kleine Schritte. Einen von diesen Schritten haben wir auch heute wieder unternommen. Genau. Peter. Ja, ich würde mich dann vielleicht noch zum Schluss bei den noch bedanken, also bei allen Teilnehmern, auch beim, also natürlich bei den Ärzten hier, bei den Experten, die jetzt ja alle kennengelernt haben. Ich möchte auch noch kurz Lydia Kanins vorstellen, die eigentlich die PR-Arbeit macht. Dann die Techniker David Casagrande, Techniker von G-News, die unter Techniker 2 und den LPA hier erscheinen. Dann noch Erwin Seppi, der eigentlich der Co-Administrator ist für dieses Zoom-Meeting und bei David Casagrande für die gute Übersetzung. Ich hätte mich dann auch noch zu bedanken bei unseren Sponsoren und Geldgebern. Also allen voran ist das die Abteilung Gesundheit der autonomen Provinz Bozen Südtirol. Wir haben einen Mediapartner, das ist Believe, the Green Magazine. Das ist eine Zeitschrift hier in Italien. Dann möchte ich auch noch einen Dank an die ACM, also an die Assoziation Cannabis Medicine, von der auch die Frau Müller-Fall die Präsidentin ist. Die haben so eine Art Schirmherrschaft, wissenschaftliche Schirmherrschaft über unsere Veranstaltungen. Wir haben einige Sponsoren für dieses Thema gefunden auch, und zwar die Apotheke Ternelli aus Bibiano in Modena, vom Marco Ternelli, dem fähigsten Apotheker, was medizinisches Cannabis angeht, hier in Italien auf jeden Fall. Dann haben wir im Lande hier noch die Apotheke Drusus in Meran, die auch Sponsor ist, die Bonvicini Apotheken in Bozen, die Apotheke Perini in Bozen. Dann haben wir auch noch einen Sponsor. Peter, möchtest du den Bildschirm teilen? Nein. Ah, nein. Okay. Ich habe nämlich, okay, Moment, ich könnte den Bildschirm teilen, dazu müsste ich aber erst das aufrufen. Ein Moment, so, jetzt könnte ich ihn teilen. Ein Moment bitte. Okay. Wo ist das da? Also, Moment. Also ich bin angelangt bei Ethical Banking, Raiffeisenkasse Bozen. Dann haben wir noch dabei Arztstudio Klin aus Mailand. Das ist eine auf medizinisches Cannabis spezialisierte Klinik in Mailand. Dann haben wir noch drei Sponsoren, das sind Anbauer und Vertreiber von legalem Cannabis, und zwar Bioteca aus Slowenien, dann Tricaria Hemp aus Sizilien und Crystal Weed aus Mailand. Ich glaube, ich habe noch vergessen, auch den Samenhersteller, den Samenproduzenten, eigentlich glaube ich aus Holland ist der, nämlich Dutch Passion.
Okay. Ich kann dann den Bildschirm wieder zurückteilen. Und ja, vielen Dank für diese sehr interessante Veranstaltung. Ich hoffe, Frau Kirsten Müller-Fahl, ich kann Sie noch mal kontaktieren. Ich glaube, ich werde auch versuchen, noch den ACM weiter noch anfordern. Wir sind ein Verein, eine Patientenvereinigung, die sich auf die Fahne geschrieben hat. Wir wollen eben wirklich dieses Thema voranbringen und bemühen uns sehr, hier tolle Veranstaltungen zu machen. Also vielen Dank an alle. Auf Herzlichen Dank. Bis auf Wiedersehen nächsten. Alle zusammen. Danke an allen. Tschüss. Danke, tschüss. Schönen Abend. Schönen Abend.